Antenne Düsseldorf, die schöne Tote im Kühlgraben. Die mondänste Meile Düsseldorfs am Sonntagabend. Der stattliche Polizist Martin ließ ein großzügiges Trinkgeld auf der eleganten Theke des Interconti-Hotels, in dem sie gerade einen Aperitif eingenommen hatten, liegen, half seiner Angebeteten Rosa in den flauschigen Wintermantel aus violettem Kunstfell und lächelte. Heute hatte er noch frei, aber ab morgen begann wieder sein Dauereinsatz auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt. 1. bis 24. Dezember, das war gleichzeitig Pflicht und Vergnügen. Denn Martin liebte seine Streifzüge, besonders an den zahlreichen Futterbuden entlang. In den ersten 24 Tagen des Dezembers blieb seine Küche normalerweise kalt. Aber dieses Jahr? Oh, dieses Jahr würde er ganz sicher den einen oder anderen Abend bei Rosa verbringen. Nicht nur, weil sie die rheinische Küche aufs Beste beherrschte und er verliebt war. Nein, es hatte sich Rosas Ehemann aus Australien angekündigt, von dem sie seit einiger Zeit getrennt lebte. Und wenn Martin den Erzählungen glauben durfte, war dieser Rick quasi ein Crocodile Dundee, ein echter Outdoor-Typ, der nicht nur jede Menge Krokodile und andere Wildtiere bezwang, sondern auch Frauen. Irgendetwas, vielleicht eine kleine Schwingung in Rosas Stimme, hatte ihn aufmerken lassen. Joy, die gemeinsame Tochter von Rosa und diesem Crocodile Dundee, hatte dem Polizisten Martin einen klaren Rat gegeben. Er solle auf keinen Fall versuchen, so wie ihr Dad zu sein und anfangen, Heuschrecken zu grillen oder Ameisen zur Wundheilung zu verwenden. Du musst dem was entgegensetzen, hatte Joy geraten. Lad Mama in ein schickes Restaurant ein, sei ganz Gentleman, halte ihr die Tür auf, rücke ihr den Stuhl, hilf ihr in den Mantel. All das hat sie bei Rick immer vermisst. All das hatte Martin heimlich geübt. Und so ließ er Rosa jetzt gekonnt den Vortritt durch die Drehtür, tippte sich kurz an den Kopf, um mit lässiger Geste den Concierge des Interconti zu grüßen, und legte seinen Arm um die zierliche Frau mit den roten Haaren und immer klimpernden Armreifen. Hier bin ich übrigens zur Schule gegangen, sagte Martin, als sie am Görres-Gymnasium, was nur zwei Häuser weiter war, vorbeikamen. Rosa lächelte, murmelte, kluger Kopf, und legte ihren Kopf an ihm an. Wohin gehen wir jetzt essen? Lass dich einfach überraschen, meine Liebste. Schweigend gingen sie unter den glitzernden Kastanien durch. Tausende von kleinen Lämpchen zierten jedes Jahr zur Weihnachtszeit die alten Bäume auf der Königsallee. Eine dünne Eisschicht hatte das grünlich schimmernde Wasser verschlossen. Martin erinnerte sich, dass er als Kind mal auf dem zugefrorenen Kühlgraben Schlittschuh gelaufen war. Auf der Mitte der Girardet-Brücke blieben sie stehen und beugten sich über das Geländer zum Wasser. Martin warf ein Centstück auf das Eis. Warum tust du das? Meine Oma hat immer gesagt, wer auf der Kühe mit Geld um sich schmeißt, wird ein reicher Mann. Rosa lachte ihn aus und hielt plötzlich inne. Schau mal, Martin, andere scheinen mit noch ganz anderen Sachen rumzuschmeißen. Martin folgte ihrem Blick und fragte, wo denn? Na, da unter der Brücke. Rosa beugte sich noch weiter vor und versperrte Martin damit die Sicht. Der lehnte sich nun so ungeschickt über das Geländer, dass er Rosas Handschuhe dabei anstieß, die lautlos auf das Eis segelten. Mist, sagte Martin wütend auf sich selbst. Es tut mir echt leid. Rosa blickte auf die edlen Lederhandschuhe, die Martin ihr erst heute geschenkt hatte. Sie waren überhaupt nicht ihr Stil, trotzdem mochte sie die Handschuhe. Und sie waren obendrein bestimmt kostspielig gewesen. Plötzlich flatterten unter großem Geschrei zwei Enten vom Ufer herbei, die die Handschuhe für fressbar hielten und kabbelten sich darum. Tja, das war's dann wohl mit den teuren Handschuhen. Sie befinden sich ja in bester Gesellschaft da unten. Bitte, was meinst du denn? Rosa beugte sich wieder über das Geländer der Girardet-Brücke. Gerade waren sie noch da. Sie löste sich aus Martins Arm und lief rüber zur anderen Seite. Das WZ-Center war noch hell erleuchtet, die Bar auf der Ecke gut besucht. Rosa kam wieder zurück. Also ich könnte schwören, bevor die blöden Enten das Eis zerbrochen haben, lag da unter der Brücke ein paar schicke Stiefel. Martin schüttelte den Kopf. Warum sollte denn jemand Stiefel in den Kühlgraben werfen? Bist du dir sicher? Mann, so sicher wie Rick, der Vater meiner Tochter, ist so sicher wie das Amen in der Kirche und so sicher wie morgen die Sonne aufgeht. Reicht das? Durch Ricks Erwähnung fühlte Martin sich gleich wieder in seiner Ehre gekränkt. Gut, dann gehen wir jetzt nachsehen, entschied er. Er kannte vielleicht nicht das australische Outback wie seine Westentasche, dafür aber den Kühlgraben. In dieser Gegend war er aufgewachsen und zur Schule gegangen. Komm. Er nahm Rosa wieder am Arm und zog sie zum Ende der Brücke. Martin kletterte über das Geländer und glitschte mit seinen frisch polierten Lederschuhen die glatten Steintreppen hinunter. Hoffentlich gibt das Viktorien unseren Tisch nicht weg, murmelte er, stolperte über einen dicken Stein und wäre fast kopfüber im Eiswasser gelandet,
Ein perfekter Abend fing definitiv anders an. Das wusste er ganz bestimmt. Als Martin wieder sicheren Stand hatte, fummelte er eine kleine Taschenlampe, die er immer am Schlüsselbund trug, heraus und suchte mit dem spärlichen Lichtkegel das Wasser unter der Brücke ab. Rosa wartete oben und fühlte sich, als ob sie Schmiere stehen würde. Siehst du die Stiefel? Martin hielt sich den Lichtkegel der Taschenlampe ins Gesicht, damit sie ihn sehen konnte, und nickte, weiß wie eine Wand. Noch im Matsch stehend nahm Martin sein Handy aus der Tasche und rief seine Kollegen an. Nein, flüsterte er ins Telefon. Nein, es ist nicht zu sehen, wie alt die Frau ist. Auch nicht, ob es sich um Selbstmord handelt. Er hörte einen Moment angestrengt zu. So ein Schwachsinn, sich in Kühlgraben zu ertränken, das geht doch gar nicht. Ja, ich warte auf euch. Und nein, ich mache kein Trara. Er kletterte die Böschung wieder hoch, nahm ein Stofftaschentuch aus der Innenseite seines Mantels und reinigte sich so gut es ging die Hände. Scheint so, als gäbe es zu unserem Jahrestag eine Leiche. Versuchte er zu scherzen, obwohl ihm ganz anders zumute war. Mord oder Selbstmord und das zu Weihnachten waren keine guten Vorzeichen. Wir müssen auch auf meine Kollegen warten, dann geht es weiter. Wandte er sich zu Rosa und nahm sie in den Arm. Kein Problem, murmelte sie aus dem Wollstoff seines Mantels und befreite sich aus der Umarmung. Hast du denn gesehen, wer es ist? Ja, eine Frau, ziemlich jung und sehr teuer gekleidet. Sie hält eine Tasche umklammert und soweit ich es erkennen kann, sah sie aus, als schliefe sie. Rosa schüttelte sich und ihre Armreifen klimperten. Das ist ja entsetzlich. Sie hüpfte von einem Bein auf das andere. Ihre Füße wurden langsam sehr kalt. Sie blickte zu ihnen hinunter, dann auf Martins Schuhe, die schlammverkrustet waren. Da klebt was an deinem Schuh. Im gleichen Moment krachte es gewaltig hinter ihnen. Die beiden fuhren erschrocken herum. Der Fahrer eines Aston Martin hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, war durch das Geländer gebrochen, über die Versorgungsleitung geschlittert und auf das Eis gekracht, hatte es zersplittern lassen und Wellen im grünen Wasser geschlagen. Mit erzürntem Gequake stoben die Enten davon. In der Trinkaustraße wurde das Blaulicht eines Streifenwagens sichtbar. Um möglichst wenig Aufsehen zu erregen, nahmen die eingetroffenen Beamten zuerst den Unfall auf, alarmierten anschließend die Feuerwehr und ließen sich dann von Martin den Weg hinunter zum Wasser zeigen. Im Schein der jetzt hellen Taschenlampen war die blonde Frau gut erkennbar. Sie hatte durch die Wogen, die das Auto geschlagen hatte, ihre Position geändert und lag nun mit dem Gesicht nach oben. Lange blonde Haare umflossen das weiße Gesicht und wogten wie Seegras hin und her. Martin schätzte sie auf maximal 30 Jahre. Seine Kollegen gaben ihm Zeichen, dass er gehen könne. Sie kämen jetzt alleine zurecht. Ein Wagen der Feuerwehr nahte, um den Aston Martin aus dem Kühlgraben zu heben. Jetzt gehen wir essen, entschied Martin bestimmt und zog Rosa hinter sich her. Mach mal erst deine Schuhe sauber, sonst lassen die uns nicht rein. Und da klebt immer noch was an deiner Sohle. Ein Zettel? Martin bückte sich und zog ihn ab. Stirnrunzelnd blickte er darauf. Was ist das? Nun lies schon vor. Gemach, Gemach. Martin zog langsam das Papier von seiner Sohle und faltete es auseinander. Es war nass, verdreckt und knittrig. Es ist ein Kontoauszug. So viel konnte er bereits erkennen. Rosa trat näher an ihn heran, nahm ihm die Taschenlampe aus der Hand und leuchtete das Papier an. Ah, da oben steht Deutsche Bank. Rosa zeigte mit dem Finger rechts oben in die Ecke. Die Adresse darunter war nicht erkennbar, auch das Datum nicht. Sollzinsen, Aktivkonto, kostenfreie Posten. Las Rosa all das vor, was noch zu erkennen war. Hui, sieh mal da, Martin, 52.000 Euro. Das hätte ich auch gern mal auf meinem Konto. Ob der Kontoauszug der Toten gehört? Keine Ahnung, murmelte Martin. Das überlassen wir besser den Kollegen. Ich werde Ihnen auch sagen, dass unsere Fingerabdrücke drauf sind. Er drehte sich noch einmal zum Graben um. Hallo, hey, Franz, hast du mal eine Minute? Sein Kollege kam mürrisch zu ihnen und nahm mit spitzen Fingern das schmutzige Stück Papier an sich. Er erzählte ihnen, dass seit der Finanzkrise der ganze Kühlgraben voller Auszüge läge. Die Leute gingen in die Bank, holten ihre Auszüge, zerknüllten sie wütend und warfen sie ins Wasser. Ja, das verstehe ich gut, sagte Martin, wandte sich an Rosa und legte den Arm um sie. Komm, mein Schatz, dann gehen wir beide jetzt endlich essen. Ich hoffe, die haben unseren Tisch noch. Lass uns noch einen Moment warten, ich bin zu neugierig. Rosa drängte Martin näher an den vermeintlichen Tatort heran. Die Kühe war mittlerweile in beide Richtungen gesperrt. Rechts und links der Girardet-Brücke hielten Polizisten Schaulustige fern. Rosa kam sich sehr wichtig vor, da sie mittendrin stand. Zwei Froschmänner warteten durch den Kühlgraben und versuchten, die Frauenleiche so aus dem Wasser zu heben, wie sie drin gelegen hatte. Tja, wenn ich die Stiefel nicht gesehen hätte, dann gäbe es deine Lederhandschuhe noch, konstatierte Martin trocken. Die Polizisten zogen die Leiche langsam aus dem Graben. Ihre Haut war schneeweiß.
Was sie trug, so verdreckt und nass es war, zeigte Exklusivität. Alles Chanel, erkannte Rosa auf einen Blick. Und die Stiefel sind von Prada. Die Froschmänner brachten die Frauenleiche nach oben. Polizist Martin und seine Angebetete Rosa näherten sich der Leiche so weit wie möglich und hörten, wie der Pathologe seinen Kollegen informierte, dass die Leiche mindestens schon 24 Stunden hier läge, vielleicht sogar länger, gut konserviert durch die Eiseskälte, die Düsseldorf fest im Griff hatte. Der Pathologe kniete sich neben die schöne junge Frau, durchwühlte alle Taschen ihres Mantels und Jacketts und holte aus der Innentasche des Mantels einen Brief hervor, den er dem Polizisten, der hinter ihm stand, reichte. Ob das wohl ein Abschiedsbrief ist? Martin löste sich von Rosa, ging noch etwas näher an die Leiche heran, lehnte sich nach vorn und lugte über die Schulter des Polizisten. Dieser öffnete den Brief mit Schutzhandschuhen und rief laut: Bingo! Rosa tippelte aufgeregt hin und her. Wenig später war Polizist Martin wieder bei ihr. Tatsächlich, hätte ich nie im Leben gedacht. Ein Selbstmord im Kühlgraben. Sie hat offenbar ein starkes Schlafmittel genommen, bevor sie in das Eiswasser stieg. Man sollte doch meinen, die Leute ertränkten sich in einem Teich oder zu Hause in der Badewanne. Aber im Kühlgraben? Naja. Rosa zögerte. Zu ihren Klamotten passt der Kühlgraben schon besser als die heimische Badewanne. Trotzdem traurig. Ja. Martin drückte Rosa an sich. Und deshalb verlassen wir diesen unwirtlichen Ort jetzt auch und gehen endlich essen. Komm. Er winkte seinen Kollegen zu und zog Rosa über die immer noch gesperrte Girardet-Brücke. Aus dem Augenwinkel nahm Rosa wahr, dass der Polizist, der vorhin von ihnen den Kontoauszug erhalten hatte, diesen achtlos wegwarf. Na warte, murmelte sie, machte sich blitzschnell von Martin frei und lief noch einmal zurück. Sie tat, als suche sie etwas, ließ ihr Taschentuch fallen, bückte sich und hob den Kontoauszug auf. Auf dem Weg zu Martin hüllte sie ihn bereits vorsichtig in ihr Taschentuch. Was hast du da? Na, den Kontoauszug. Rosa, das ist vielleicht ein Beweismittel. Das darfst du nicht einfach so mitnehmen. Papperlapapp, dein toller Kollege hat ihn gerade weggeworfen. Fallen lassen, behauptete Martin, dem das irgendwie peinlich war. Nein, er hat ihn richtig weggeworfen. Für deine Kollegen ist das hier offenbar kein Beweisstück. Naja, wenn es Selbstmord war. Schließlich standen sie im Eingang des Victorian-Restaurants. Martin nannte seinen Namen und dass er für 19.30 Uhr einen Tisch reserviert habe, für zwei Personen. Das Romantik-Dinner. Der Kellner lächelte ihn an, fuhr mit dem Finger über das Reservierungsbuch und fand die Reservierung. Dabei fiel sein Blick auf Martins Hose und Schuhe. Missbilligend zog er eine Augenbraue hoch. Es tue ihm leid, log der Kellner, aber sie seien über eine Stunde zu spät und der Tisch sei vergeben. Martin holte gerade tief Luft, da zog Rosa ihn weg. Komm, ist doch egal, wir gehen nach Hause und ich mache uns einen schönen Bauernpfannkuchen mit Salat. Martin gab sich einen Ruck. So wütend er war, hatte er, wenn er ganz ehrlich war, viel mehr Appetit auf einen Pfannkuchen als auf Shishi-Küche mit Foie Gras und Austern. Das wird ein Nachspiel haben, Lackaffe! Rosa ignorierte das und kam auf die Leiche zurück. Mit 50.000 Piepen auf dem Konto macht man doch keinen Selbstmord. Nee, da brat mir einer einen Storch, damit ich das glaube. Auch reiche Leute begehen Selbstmord, Rosa. Und außerdem, der Kontoauszug ist doch vielleicht gar nicht hier. Wissen wir das? Martin lachte. Seine Rosa. Nein, das wissen wir nicht. Aber wir wissen auch nicht, ob einer der anderen hunderte von Kontoauszügen im Kühlgraben zu der toten Frau gehört. Oder auch einfach keiner. Ich weiß nicht, ich habe da so ein Gefühl. Wir werden den zu Hause mal trocknen und nochmal ganz genau lesen. Was für ein Gefühl. Bist du seit der Toten im Rheinturm zur Mordexpertin geworden? Sie knuffte ihn liebevoll in die Seite und hakte sich wieder unter. Am Jan-Wellen-Platz nahmen sie ein Taxi in den Hafen, wo Rosa ein kleines Haus im Hinterhof gemietet hatte. Am Wochenende hatten alle Händler des diesjährigen Weihnachtsmarktes ihre Stände aufgebaut. Denn nächsten Sonntag war der erste Advent. Rosa liebte diese Zeit. Sie hatte schon Christstollen gebacken. Für morgen waren frische Spekulatius vorgesehen. Die letzten Jahre hatte ihr dazu die Lust gefehlt, so ohne Partner. Aber seit einem Jahr gab es den Polizisten Martin in ihrem Leben. Und mit ihm war die Lust auf Weihnachten und Weihnachtsgebäck zurückgekommen. Manche Sachen schmeckten zu zweit einfach besser. Kaum hatte Rick im fernen Australien davon erfahren, hatte er sich angekündigt. Er habe in Deutschland ein paar Sachen zu erledigen, hatte er gesagt, und wolle auch mal wieder ihre gemeinsame Tochter Joy sehen. Und das alles ausgerechnet zu Weihnachten. Rosa hatte nicht das Herz gehabt, den Vater ihrer Tochter, mit dem sie immerhin noch verheiratet war, in ein Hotel zu stecken. Sehr zum Ärger Martins. Der hatte in den letzten Tagen immer wieder mit geschickten Fragen versucht herauszufinden, was denn dieser Rick für ein Typ sei. Das hatte ihr einerseits geschmeichelt, Martins Eifersucht und sein Interesse an ihrer Vergangenheit.
Andererseits hatte es auch Erinnerungen wachgerufen und sie hoffte inständig, dass sie Ricks Charme nicht ein 23. Mal erliegen würde. Denn eines hatte auch sie mittlerweile gelernt. Gab sie Ricks Werben nach, kam eine schöne Woche, dann eine Woche Streit und schließlich war er wieder weg. Für lange. Ganz lange. Zudem hatte sie jetzt mehr zu verlieren, nämlich ihren Polizisten Martin. Aber es war ja noch Zeit. Rick wollte um den 15. herumkommen. Sie kuschelte sich in Martins Arm und schloss einen Moment die Augen. Das Taxi hielt vor dem Haus, Martin reichte einen 10-Euro-Schein nach vorn, sagte »Stimmt so« und stieg mit Rosa aus. »Komm, Röschen.« Sie lächelte. Eigentlich durfte niemand sie so nennen, aber Martin verzieh sie es irgendwie. Es war seine Art, ihr Kosenamen zu geben. Sie schloss die Hoftüren auf und sah, dass in ihrer Küche Licht brannte. Joy ist anscheinend schon da. Ich dachte, die Weihnachtsferien an der Uni seien erst später. Es war nicht Joy. Rosa und Martin blieben wie angewurzelt in der Küchentür stehen und starrten das Bild, das sich ihnen bot, mit offenen Mündern an. Rick zerteilte auf dem Küchentisch einen immensen Lachs, legte das blutige Messer auf den Tisch, wischte sich die Hände an der verwaschenen Jeans ab, packte sich Rosa und wirbelte sie einmal herum, als ob sie kein Gewicht hätte. »Na, wie geht es der wundervollen Mutter meiner Tochter?« Rosa lachte. Und der arme Martin fühlte sich ausgeschlossen und verloren. »Hey!« Rick stellte Rosa vorsichtig auf den Fußboden zurück, kam auf Martin zu und fragte, »Wen haben wir denn da? Ich bin Rick.« Und Martin wartete nur darauf, dass er sagen würde, »Rick Dundee.« Er hatte dieselben ausgebleichten blonden Haare, die wirr um seinen Kopf standen, dieselben wasserblauen Augen, und in seinem Lachen lag etwas Schelmisches, dem selbst Martin nicht widerstehen konnte. »Hey!« versuchte Martin sich lässig. »Ich bin Martin. Polizist hier in Düsseldorf und Rosas Partner seit einem Jahr.« Tja, ein Partner also, ha? Huh? »Rick, lass gut sein«, mischte Rosa sich ein. »Was machst du überhaupt schon hier? Du wolltest doch erst Mitte des Monats kommen.« »Tja, die Sehnsucht nach meiner Familie«, behauptete Rick lachend und Martins Herz bekam einen Knoten. »Ich zerteile den Fisch, Rosa. Schneid mal die Kräuter. Die Kartoffeln backen schon im Ofen. Lass uns zusammen essen.« Martin blieb nichts anderes übrig, als für diesen Abend klein beizugeben. Und er schwor sich, jede, aber wirklich jede Nacht an Rosas Seite zu sein, bis dieser Rick wieder nach Australien verschwand. Als sie zu Tisch saßen und Martin erleichtert feststellte, dass Rick mit Messer und Gabel aß und die Kartoffeln nicht mit dem Buschmesser aufspießte, mit dem er den Fisch zerteilt hatte, entspannte der Düsseldorfer Polizist sich ein wenig. Er erfuhr, dass Rick tatsächlich auf einer Krokodil- und Schlangenfarm arbeitete. Martin fand, Rick plusterte sich mächtig auf und wartete nur auf eine Gelegenheit, wie nebenbei von der schönen Toten im Kühlgraben zu berichten. Er wollte gerade Luft holen, da legte Rick seine sonnengebräunte Hand auf Rosas Arm. »Hey, es gibt einen sehr ernsten Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin.« Da Martin fürchtete, Rick würde jeden Augenblick sagen, er sei wegen Rosa nach Deutschland gekommen, mischte er sich ein und ließ den gut aussehenden Australier nicht zu Wort kommen. »Wissen Sie, Rick, wir sind noch etwas durcheinander. Wir haben nämlich gerade vorhin eine Leiche gefunden.« Rick zog die Hand von Rosas Arm zurück, zog eine Augenbraue hoch und fing schallend an zu lachen. »Hey, der Typ ist echt ein Comedian. Sind wir hier in Manhattan oder was? Wo man mal ebenso zwischen zwei Bissen von ein paar Leichen plaudert.« »Aber er hat recht.« Rosa stand auf, um den Tisch abzuräumen. Gemeinsam erzählten sie Rick von der schönen Toten mit den blonden Haaren, die sie umflossen hatten wie Seegras, von den Kontoauszügen im Kühlgraben seit der Finanzkrise, aber auch von dem einzelnen Kontoauszug, der an Martins Schuh geklebt hatte, den sie dem ermittelnden Beamten gegeben hatten und der ihn achtlos hatte fallen lassen. »Und ich habe ihn wieder aufgehoben«, berichtete Rosa stolz, stellte das restliche Geschirr in die Spüle, kam mit einem Teller Weihnachtsplätzchen und ihrer Handtasche an den Tisch zurück und holte den Kontoauszug heraus. »Leider kann man nicht mehr alles lesen.« Sie strich das Papier glatt und reichte es Rick. »Es hat sich ja gar nichts mit der Toten zu tun. Immerhin haben die ja einen Abschiedsbrief bei ihr gefunden«, sagte Martin, sich und die Düsseldorfer Polizei verteidigend. »Ja, aber was denn, wenn doch? Woher wollte dein Kollege wissen, dass ausgerechnet dieser Kontoauszug nicht wichtig ist?« Rosa war aufgebracht. »Warte«, sagte Rick und hielt das Papier gegen das Licht. »Dreh mal ein bisschen dunkler, Süßen.« Rosa stand auf, bemerkte Martins pikiertes Gesicht und streichelte kurz seine Schulter. »Kommt mal her«, bat Rick. »Hier. Wenn ihr genau hinseht, ist fast alles noch zu erkennen. Zum Glück gibt es ja keine Tintenstrahldrucker mehr.« »Was ist denn das da?« Rosa zeigte mit dem Finger auf eine Zeile.
Rosa legte ihren Finger auf eine Zeile. Kannst du das lesen? Hey, das ist eine EC-Kartenzahlung bei Saturn. Da hat sich jemand einen fetten Flachbildschirm geleistet. Martin kam um den Küchentisch herum, nahm ein paar Kekse und stellte sich interessiert hinter Rick. Jiri Levy GbR. Las Martin vor, was im Briefkopf in der Adresszeile stand. Da, der Bankbearbeiter Lutz Müller. Vielleicht sollte ich das meinen Kollegen ja doch mal sagen. Ich gehe gleich morgen im Polizeipräsidium vorbei. 52.000 Euro. Wiederholte Rosa sehnsüchtig den für sie immensen Betrag. Wäre das schön, was würde ich damit alles machen? Sie lehnte sich über Ricks Schulter, der ganz selbstverständlich seinen Arm um ihre Hüfte legte. Sie schob den Arm allerdings energisch weg. Im Laufe der Nacht erfuhr Martin noch so einiges über Ricks Leben. Und zu seiner Erleichterung rührte der Krokodilfarmer seine Rosa nicht mehr an. Irgendwann wurde für Rick das Bett in Joyce' Zimmer hergerichtet. Und kurz darauf hörten Rosa und Martin ihn laut schnarchen. Rosa lag an Martins Schulter und kam noch einmal auf die schöne Tote im Köhgarten zurück. Glaubst du wirklich, so eine schöne Frau bringt sich um? Ach Mädchen, Selbstmörder sind komplizierte Menschen. Ich werde aber trotzdem morgen direkt nach meiner ersten Runde auf dem Weihnachtsmarkt im Polizeipräsidium vorbeigehen und mal nachfragen. Genau, und dann kommst du zum Mittagessen ins Quartier Bohème. Bestimmte Rosa. Ich arbeite dort von 11 bis 17 Uhr. Danach machen wir eine gemeinsame Runde über den Weihnachtsmarkt. Einverstanden? Mit oder ohne Rick? Mit. Muss das sein. Du wirst ihn schon ein paar Tage in Kauf nehmen müssen. Joy kommt erst Mitte des Monats und sie wird ihn sehen wollen. Er ist ganz okay, wart's ab. Bedeutet er dir noch was? Ach Martin, es wäre doch schrecklich, wenn mir der Vater meiner Tochter egal wäre. Redete sie sich ein wenig raus, denn ja, irgendwie hatte sie bei Rick immer noch das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. Weißt du eigentlich, was Rick hier so Wichtiges zu erledigen hat? Martin war an diesem Morgen früh aufgestanden und hatte Rosa schlafen lassen. Sie hatte ihm gestern keine Antwort mehr gegeben, was Rick hier so Wichtiges zu erledigen habe. Als Martin sich in der Küche Kaffee gemacht hatte, war Rick nur in Boxershorts aufgestanden und hatte ihm Gesellschaft geleistet. Martin hatte seinen durchtrainierten Körper bewundern können, sehnig, muskulös, kein Gramm Fett. Und das Schlimmste, Rick hatte einen Waschbrettbauch. Martin besaß eher eine Figur, die gern als stattlich bezeichnet wurde, und bisher hatte ihn das auch noch nicht gestört. Bisher. Was ist eigentlich das wichtige Anliegen, weswegen du hier bist, hatte Martin beiläufig gefragt, aber nur eine unnütze Antwort erhalten. Das würde er lieber erst mit Rosa besprechen. Gut. Wir treffen uns um 12 auf der Ratinger Straße. Quartier Bohème. Findest du das? Martin war schon fast in der Tür. Rick lachte. Hey, du Komiker. Im Zweifelsfall habe ich einen Kompass. Wer kennt in Düsseldorf die Ratinger nicht? Martin winkte ab und trat in den noch dunklen Morgen hinaus. Er lief durch die Hafenmeile, wo alle Kneipen noch fest verschlossen waren. Nur das Wäuten am Erftplatz hatte schon Licht an. Als er am Rheinturm vorbeikam, dachte er an den Mordfall vom letzten Jahr. Dann trabte er zügig über die Rheinuferpromenade in die Innenstadt. Er würde seinen Rundgang auf dem Marktplatz am Rathaus beginnen. Das war der Teil des Weihnachtsmarktes, den er am liebsten mochte. Ob Pauline wohl wieder da ist, überlegte er. Und tatsächlich, da stand ihr Reibekuchenhaus. Daneben der Schokolatier, die Inder, alle waren sie wieder da und begrüßten Martin mit großem Hallo. Hier ein Kaffee, dort ein Tee, hier ein bisschen Gebäck, da ein paar gebrannte Mandeln. So würde es die nächsten 24 Tage sein. Martin liebte das. Nach seiner ersten Runde wurde er im Polizeipräsidium vorstellig. Aber wieder wollte niemand etwas von dem Kontoauszug wissen. Er erfuhr, dass die Tote erfroren sei. Das habe der Pathologe eindeutig festgestellt. Im Köhgraben? Staunte Martin. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass eine Frau nachts in den Graben steigt, in das eiskalte Wasser geht, sich hinlegt und Wasser schluckt. Sein Kollege meinte, sie habe vorher einiges an Schlafmitteln genommen. Plötzlich fiel Martin noch etwas ein. Habt ihr eigentlich die Tasche gefunden? Martin war entsetzt und überhaupt nicht mehr gut gelaunt, als er vom Rhein her in die Mühlenstraße abbog und durch die Liefergasse rüber zur Ratinger lief, denn seine Kollegen wollten von einer Tasche nichts wissen. Rick saß schon an einem der hohen Tische hinter den bodentiefen Fenstern und trank ein Bier. Martin kletterte auf einen Barhocker. Rosa brachte für ihn auch ein Bier und die Mittagskarte. Heute gibt's Möhren-Eintopf mit Frikadelle. Genau das Richtige für dich. Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Ich gebe schon mal die Bestellung auf und dann erzählst du uns alles. Rosa lief eilig Richtung Küche und Martin trank sein Altbier in einem Zug leer.
Ah, dir ist aber echt was über die Leber gelaufen, Komiker. Spuck's aus. Martin wartete, bis Rosa zurück war und erzählte. Die wollten überhaupt gar nichts wissen von dem Kontoauszug. Blaffte mich auch noch an, der Fritz. Ob sie jetzt jeden Kontoauszug, der auf der Kö gefunden würde, untersuchen sollten, nur weil eine frustrierte Frau Selbstmord begangen hat. Was muss das für ein hartherziger Typ sein, der nicht mal wissen will, warum so eine schöne Frau sich das Leben genommen hat? Bestimmt aus unglücklicher Liebe oder so. Rosa hörte die Küche bimmeln, das Essen war fertig. Sie eilte davon und stellte die zwei Teller mit dem Eintopf auf den Tisch. Von der Straße drang die Weihnachtsmusik eines Leierkastenmannes herein. Martin schob sich eine gut gefüllte Gabel in den Mund. Mist, das heißt. Rosa stieß ihn an. Nun erzähl schon weiter. Fritz hat gesagt, die Frau hieß Maria Ida von Borgensen, war gebürtige Düsseldorferin und lebte in Hamburg. Ihr Ehemann sei gestern Nacht noch angereist. Ach, der Arme. Bedauerte Rosa und überlegte einen Moment. Oder jetzt reiche, vielleicht erbt er ja was. Rick nickte ihr zu. Hey, haben die nicht mal den Namen überprüft von der GBR? Wie hieß die noch? Jiri Lewy? Martin schüttelte den Kopf. Nee, die meinten, das sei irgendein tschechischer Name und habe mit der Toten im Kühlgraben bestimmt nichts zu tun. Martin hob die Hände hoch und nahm dann eine neue Gabel mit Möhrengemüse, während Rick die Frikadelle in den Händen hielt wie ein Stück Brot. Rosa verschwand kurz und bediente ein paar Gäste. Dann kam sie mit der Rheinischen Post zurück. Vorne drauf war über die halbe Seite das Foto von der Toten im Kühlgraben. Schöne Frau, sagte Rick anerkennend und mit vollem Mund. Jetzt fiel es Martin wieder ein. Er war sich ganz sicher, auch wenn seine Kollegen das Gegenteil behaupteten. Martin sah es genau vor sich. Der Moment, als er zuerst in den Kühlgraben gestiegen war, bevor der Austin in den Graben gerauscht war. Martin tippte auf das Bild. Da fehlt was. Und was? Fragten Rosa und Rick, wie aus einem Mund. Martin tippte wieder auf das Bild. Die Tote hatte eine Tasche im Arm, als ich sie zuerst gesehen habe. Er machte Rick und Rosa vor, wie die Frau da gelegen hatte, leicht auf der Seite, und ihre Arme hatten eine Tasche umklammert. Und dann, erinnerte sich auch Rosa, dann schoss plötzlich dieses schicke Auto in den Kühlgraben und machte Wellen. Genau, ereiferte sich Martin. Und als die Kollegen kamen, lag sie auf dem Rücken und die Tasche war weg. Hast du das den Kollegen auch gesagt? Martin nickte wütend und stocherte in seinem Möhrengemüse. Vielleicht hast du es ja wirklich, versuchte Rosa, aber Rick fiel ihr ins Wort. Nee. Hey. Wenn der was gesehen hat, dann war es auch da. Erklär mir mal, wie das war mit dem Auto. Oder weißt du was? Wir gehen einfach hin. Iss auf. Martin und Rick leerten ihre Teller. Rosa ließ sie nicht zahlen und nahm ihnen das Versprechen ab, danach direkt wiederzukommen. Ich sterbe vor Neugier. Martin und Rick gingen hinter der Kunstsammlung NRW durch zur Heinrich-Heine-Allee, wo sie kurz in der Polizeistation Halt machten und Martin tatsächlich ein bisschen mit seinem Crocodile Rick angab. Die Stadt war brechend voll mit kaufwilligen Menschen. Aus allen Läden und Kaufhäusern kam weihnachtliche Musik. Als sie aus der Trinkhausstraße auf die Kö traten, schoben sich hier wie gewohnt die Limousinen im Schritttempo unter den Kastanien durch. Martin zeigte auf die Girardet-Brücke rechts von ihnen. Da vorne, da war's. Ein leichter Nieselregen setzte ein. Schöne schmiedeeiserne Arbeit, sagte Rick gut gelaunt und zeigte auf die Brückenbegrenzung. Martin gestand sich ein, dass er die Insekten, er wusste nicht, ob es Fliegen oder Heuschrecken waren, die in das Gelände eingearbeitet waren, noch nie bemerkt hatte. Auch nicht die Schwäne. Ich bin hier runtergegangen, zeigte Martin vor der Brücke stehend nach links. Und genau unter der Brücke hat sie gelegen. Und wo ist dann das Auto, Ryan? Martin ging an der Brücke vorbei Richtung Graf-Adolf-Platz. Da, hier ist noch das Geländer verbogen und dort siehst du die Schrammen auf der Versorgungsleitung. Rick kletterte über das Geländer, an dem, wie immer, auch im Winter unzählige Fahrräder festgemacht waren. Mit einem Satz sprang er über das Versorgungsrohr und kniete am Wasser. Die dünne Eisschicht war verschwunden, das Wasser war dunkelgrün und ein paar vereinzelte Blätter schwammen darauf herum. Rick kam mit nassen Flecken an der Jacke und an den Knien zurück zu Martin. Ich glaube, ich weiß, wie es passiert ist. Wenn die Tote mit dem Kopf in diese Richtung unter der Brücke gelegen hat... Rick zeigte Richtung Graf-Adolf-Platz... Leicht seitlich, wie du sagst, und dann der Austin auf das Eis gekracht ist. Dann hat eine Welle die Tasche aus ihrem Arm nach unten gedrückt. Die Leiche hatte weniger Gewicht auf der Seite und glitt auf den Rücken. Martin war tief beeindruckt. Glaubst du das wirklich? Das glaube ich nicht. Das ist Physik. Rick ging Richtung Hofgarten und zeigte auf das Wasser. Und dann ist die Tasche vermutlich hier irgendwo unter Wasser. Wir müssen da rein. Das geht nicht. Martin war hinter ihm hergelaufen. Wir können nicht einfach so mir nichts, dir nichts da unten das Wasser durchwühlen. Rick lachte.
Hey, du Komiker, deine Kollegen wollen es offenbar nicht. Aber du? Aber nicht am helllichten Tag. Oh je, dachte Martin. Er hatte gerade sein Einverständnis gegeben und war doch gleichzeitig stolz, dass Rick ihn so einbezog und ernst nahm. Okay, entschied Rick. Wir brauchen ohnehin ein oder zwei Tage Vorbereitung. Sie eilten zurück zu Rosa. Das Mittagsgeschäft im Quartier Bohème war vorüber. Rosa brachte drei Milchkaffees an den Tisch und ließ sich den Plan erläutern. Dass sie dabei Rick mit ziemlich glänzenden Augen ansah, entging dem Polizisten Martin nicht. Wir brauchen Taucheranzüge, die uns warm halten. Schnorkel und eine Taschenlampe, die unter Wasser funktioniert. Rick wandte sich an Martin. Hey, was denkst du, Komiker? Wann, in welcher Nacht ist am wenigsten los? Martin rührte in seinem Kaffee. Jetzt, so zur Weihnachtszeit, tippe ich auf die Nacht von Sonntag auf Montag. Alright, Schätzchen. Kannst du uns helfen, die Sachen zu besorgen? Wandte Rick sich Rosa zu und strich ihr kurz über die Wange, was Martin missbilligend zur Kenntnis nahm. Rosa sonnte sich in Ricks Schmeicheleien. In Martin kochte es. Klar, wie immer. Lachte sie und zog ab Richtung Theke, um neuen Kaffee zu holen. Als sie zum Tisch zurückkam, verschwand ihr Martin gerade aus der Tür, die rheinische Post unterm Arm. Rosa stellte die drei Kaffeetassen ab, lief zur Tür und rief ihm hinterher. Hallo, Martin! Martin! Er ging einfach weiter und verschwand zwischen den Menschen. Mit rotem Kopf kam sie an den Tisch zurück. Rick lachte. Dieses Mal knuffte sie ihm in die Seite. Weißt du, wo der hin will? Am Abend saßen sie wieder friedlich vereint bei Rosa in der Wohnküche. Es duftete nach Zimt und Sternanis. Der Ofen bollerte und auf dem Tisch stand Kartoffelsalat. Daneben lagen frisch gebrühte Wiener Würstchen. Ein bauchiges Glas mit Düsseldorfer ABB-Senf rundete das Bild ab. Ich war mit dem Foto aus der RP in einigen Läden auf der Kö. Boss, Jill Sander, sogar bei Saturn. Und an der Kasse vom Theater an der Kö. Hab die Kassiererin gefragt, ob sie sich an die schöne Frau erinnern können. Rosa verteilte erst Kartoffelsalat und dann die Wiener. Ich dachte, vielleicht hat sie irgendjemand gesehen, fuhr Martin fort. So eine Frau vergisst man nicht so schnell. Ich meine, die muss doch aufgefallen sein. Aber nein, keiner hatte sie gesehen. Trotzdem, ich glaube, dass da was faul ist. Jedenfalls, solange die Tasche nicht gefunden ist. Rick schlug ihm kräftig mit der Hand auf die Schulter. Direkto, Komiker. Du gefällst mir. Nicht einfach schlucken, was die Großkopfigen da sagen. Von wegen Schlafmittel, Selbstmord, aus die Maus. Sonntagnacht steigen wir beide in die Brühe. Mal sehen, was wir dann noch so finden. Plötzlich flog die Tür auf. Es war Joy, Rosas und Ricks Tochter. Sie ließ ihre Taschen fallen und sprang ihren Vater quasi in die Arme. Der fing sie, stand auf, warf sie nach oben, als ob sie ein Baby sei, wirbelte sie, wie am ersten Tag Rosa, ein paar Mal herum und stellte sie wieder auf die Füße. Martin überlegte gerade, ob das ein australisches Begrüßungsritual war, als sie auch ihn herzlich umarmte und sich neben ihn auf die Eckbank quetschte. Nach großem Hallo und hin und her wurde natürlich auch Joy in die Ereignisse eingeweiht und sie schlug gleich vor, sich mit ihren Computerkenntnissen in den Polizeiapparat einzuhacken. Auf gar keinen Fall! Martin legte energisch sein Besteck zur Seite. Rosa und Rick grinsten mit Joy um die Wette und Martin fühlte sich ausgeschlossen von der kleinen Familie. Aber dann legte ihm Rosa die Hand auf den Arm. War nicht ernst gemeint. Wir planen jetzt erst einmal für Sonntagnacht. Joy klatschte vor Begeisterung in die Hände. Joy, sagte Rick. Und Rosa, ihr werdet Schmiere stehen. Aber was, wenn wir wirklich was finden? Auf der Kö war kein Mensch mehr unterwegs. Zum Glück für die vier selbst erklärten Detektive regnete es in Strömen. Rosa und Joy waren beide ganz in Schwarz gekleidet, hatten schwarze Mützen auf, Sonnenbrillen, damit das Weiß ihrer Augen nicht leuchtete, falls ein Auto kam, und schwarze Handschuhe, um beim Schmierestehen unsichtbar zu sein. Sie drückten sich auf beiden Seiten der Girardet-Brücke in die dunkelste Ecke. Martin und Rick legten ihre schwarzen Mäntel ab, legten sie auf die Böschung, zogen die Schuhe aus und glitschten mit nackten Füßen die Stufen zum Wasser hinunter. Martin gefror das Blut in den Adern, als sein linker großer Zeh das eiskalte Wasser berührte. Da Rick allerdings ins Wasser stieg, als sei es eine wohltemperierte Badewanne, ging er mit zusammengebissenen Zähnen hinterher. Vorsicht! Warnte Martin. Es können überall Scherben liegen. Sie hatten alles besorgen können, aber Strandschuhe oder Badelatschen zur Weihnachtszeit unmöglich. Fangen wir unter der Brücke an. Rick setzte die Taucherbrille auf und glitt ins eisige Wasser. Martin tat es ihm gleich. Rosa hörte oben nur das gurgelnde Geräusch von Luftblasen. Sie schrak zusammen, weil ein Opel Manta mit einem Hi-Fi-Sound für eine ganze Disco über die Kühe schoss
Einen kurzen Moment lang klang die Rap-Version von O Tannenbaum über die Prachtmeile. Dann war es wieder still. Rosa betrachtete die mit Christbäumen und Weihnachtssternen dekorierten Fenster, als von der anderen Seite der Straße ein leiser Pfiff ertönte. Das Warnsignal von Joy. Tatsächlich. Vom Graf-Adolf-Platz her war ein Streifenwagen abgebogen und rollte im Schritttempo an den Schaufenstern vorbei. Martin hatte sie gewarnt und gesagt, wenn die Streife fahren, dann einmal das ganze Karree. Rosa kletterte über das Geländer und duckte sich an die nasse Böschung. Joy verschwand auf der anderen Seite zwischen Versorgungsrohr und Geländer, warf schnell ein paar Kiesel ins Wasser. Zeichen für Rick und Martin zu bleiben, wo sie waren. Rosa spürte, wie die Feuchtigkeit der Erde durch ihre schwarze Jeans drang, und sie musste sich krampfhaft festhalten, um nicht abzurutschen. Sie hörte ihren eigenen Atem und stellte zu ihrem Entsetzen fest, dass der auch zu sehen war. Als der Streifenwagen näher kam, hielt sie die Luft an. Sie wollte gerade ausatmen, als sie hörte, dass der Wagen stehen blieb. Knarrend ging eine Autotür auf. Das Knistern des Polizeifunks drang zu ihr hinunter. »Warte eine Sekunde«, brummte eine tiefe männliche Stimme. Und schon sah Rosa über sich die zwei Spitzen von schweren Polizeischuhen. »So eine verdammte Sauerei«, schimpfte Rosa immer noch, als sie zu Hause aus der Dusche trat und sich ihren kuscheligen Bademantel hüllte. Rick, Joy und Martin lachten indes immer noch Tränen. Der Streifenpolizist hatte Rosa geradewegs auf den Kopf gepinkelt und genau zwischen Sonnenbrille und Augen getroffen. Die Mütze hatte Rosa, kaum dass die Streife weg war, sofort vor Wut ins Wasser geworfen. In der Küche roch es nach dem Moder aus dem Kühlgraben. Ihre Beute hatten sie auf Tisch und Boden verteilt. Es war eine ganze Menge, aber keine Tasche dabei. Martin zweifelte mittlerweile an sich selbst, ob die Tote wirklich eine Tasche umklammert hatte. »Ey, irgendwie hatte dein Kollege erreckt. Es wimmelt im Wasser von Kontoauszügen«, meinte Rick und zeigte auf den Boden. Auf dem Tisch lag ein Ehering ohne Namen, nur mit Datum und einem Buchstaben. 1.12.2008. In ewiger Liebe, dein Jay.« »Ich rieche immer noch nach Pisse«, rief Rosa wütend, und sofort lachten die drei wieder los. »Komm her, meine Schöne!« Rick zog Rosa an sich. Er roch an ihrem Haar. Der Duft ist wunderbar.« Martin stieg die Zornesröte ins Gesicht, aber Joy stieß ihn an und schüttelte den Kopf. Der Kessel auf dem Herd pfiff. Jetzt gab es erst einmal heißen Kaffee für alle und für die Taucher einen starken aufgesetzten, der Martin in der Kehle brannte. Joy packte weiter den kleinen Beutel aus. Haarbänder kamen zum Vorschein. Einer von Rosas verlorenen Lederhandschuhen, Plastikfeuerzeuge, zwei Nylonstrumpfhosen, eine aufgeweichte Packung Kondome. Ein wahrlich interessantes Potpourri, das auf eigene Weise seine Geschichte über das bunte Köhtreiben erzählte. »Vielleicht gab es keine Tasche«, wiederholte Martin. »Unsinn, Nonsens, Komiker. Wenn du sie gesehen hast, war sie auch da. Wir müssen halt nochmal runter«, bestimmte Rick und schlürfte seinen Kaffee. Martin schüttelte es bei dem Gedanken daran, die Kälte, der modrige Geruch und nicht auszudenken, wenn seine Kollegen ihn erwischt hätten. Aber das durfte er sich auf keinen Fall anmerken lassen. Joy schüttelte den Beutel nun ganz aus. Es rollten ein paar Münzen auf den Tisch. Sie wollte den Beutel gerade zur Seite legen, da flatterte ein Briefumschlag heraus. Anschrift und Absender waren nicht mehr lesbar. Vorsichtig öffnete Rick den Umschlag. »Ach, das schlägt dem Fass doch den Boden aus. So viele Zufälle gibt's gar nicht.« Martin saß alleine in der morgendlichen Küche. Er konnte nicht mehr schlafen. Rick schnarchte das ganze kleine Haus zusammen. Vor ihm lag der Brief der Bank. Der Bankangestellte Lutz Müller hatte an Jiri Livi geschrieben. Daneben lag der Kontoauszug von dem Abend, an dem die Leiche gefunden worden war. Auch hier tauchte der Name Jiri Livi auf, allerdings als Jiri Livi GbR und derselbe Bankangestellte Lutz Müller. »Na?« dachte Martin laut nach. »Meine Kollegen mögen ja recht haben, dass einer vor Wut seine Kontoauszüge in den Kühlgraben wirft, aber das hier?« Martin klopfte mit dem Finger auf den Kontoauszug. »Du hast keinen Grund, etwas wütend wegzuwerfen.« Auf dem Kontoauszug standen immer noch die 52.000 Euro. Aber in dem Brief, da schrieb Lutz Müller an Jiri Livi, dass er wie gewünscht am 28. November 2009 150.000 Euro auf das luxemburgische Konto überwiesen habe.
Und das war vor dem Datum des Kontoauszugs. Martin schloss die Augen, nahm einen Schluck Kaffee und überlegte wieder laut. Warum will jemand diese Post verschwinden lassen? Die Frage ist wohl eher, vor wem soll sie geheim gehalten werden? Warf Rosa ein, die gerade verschlafen hereinkam, ihm die Kaffeetasse aus der Hand nahm und neben ihn auf die Bank rutschte. Ja, da hast du bestimmt recht. Am liebsten hätte Martin den Bankangestellten befragt, aber das durfte er nicht. Es gab keinen Grund, nach einem Jiri Levi zu fahnden. Willst du deinen Kollegen davon berichten? Ach was, die interessiert das doch sowieso nicht, Liebes. Er blickte zur Uhr. Ich muss los, meine erste Runde drehen. Aber Hände weg von der Reibekuchenbäckerin, drohte Rosa. Das tat ihm gut. Kurz darauf lief er seine gewohnte Strecke am Hafen, Rheinturm, Landtag, Apollo, der Uferpromenade und dem Marktplatz am Rathaus entlang. Nachdem er alles für gut befunden, hier und da ein Schwätzchen gehalten und der Reibekuchenbäckerin von weitem zugewinkt hatte, betrat er das Wäuten, nahm sich die RP, zahlte seinen Milchkaffee und verzog sich in den hinteren Teil. Es wurde viel lamentiert über die Baustellen, das bremse den Käuferstrom für den Einzelhandel merklich. Die Wehrhahnlinie wurde in Frage gestellt und gestritten, ob nun schon wieder Aufschwung oder immer noch das dicke Ende der Wirtschaftskrise zu erwarten sei. Martin blätterte weiter und weiter. Nichts über die schöne Tote im Köhgraben. Ein Menschenleben einfach zu den Akten gelegt. Irgendwie machte ihn das traurig. Sie war noch so jung gewesen. Und dieser schöne Name. Maria Ida von Borgensen. Martin trank seinen Kaffee aus, blätterte zur letzten Seite und er wollte die Zeitung gerade falten. Da sprang ihn genau dieser Name an. Maria Ida von Borgensen. Martin konnte kaum erwarten, dass es Mittag wurde und sie sich alle im Quartier Bohème auf der Ratinger Straße treffen würden. Er kaufte ein paar Süßigkeiten für Joy, eine Tüte Lakritz für Rick und ein Lebkuchenherz für Rosa. Heute war ihm einfach danach. Joy hatte ihm dringend geraten, anders als Rick zu sein und Rosa Geschenke zu machen, denn das hatte Rick stets versäumt. Gesagt, getan. Martin war als erster am Treffpunkt. Rosa bediente ein paar Gäste. Es traf sich gut, dass heute Reibekuchen auf der Mittagskarte standen, sein Leibgericht. Als Rosa zu ihm kam, legte er ihr das Herz um den Hals. Oh, wie schön, wie lieb von dir. Sie klatschte vor Freude in die Hände. Auch Rick und Joy bedankten sich nach ihrer Ankunft artig für ihre Geschenke. Als alle bestellt hatten, packte Martin die Zeitung aus, drehte sie umständlich auf die letzte Seite, tippte mit dem Finger genau in die Mitte und las laut vor. Wir begraben am 8. Dezember in ihrer Geburtsstadt meine über alles geliebte Frau Maria Ida. Unserer Ehe war nur wenig Zeit vergönnt und doch war jeder Tag ein Geschenk. Wir bitten auf Blumen zu verzichten. Die Beisetzung im Kreis der Familie findet um 14 Uhr auf dem Südfriedhof statt. Unterschrieben von Georg Löwy, dem trauernden Ehegatten. Was strahlst du so? Argwöhnte Rosa, aber Rick verstand ihn besser. Du meinst, Komiker, es ist ziemlich fett aufgetragen, richtig? Genau. Rosa hörte das Bimmeln der Küche und verschwand, nur um kurz darauf mit drei Tellern mit Reibekuchen und Apfelmus wiederzukommen. Sie aßen einen Moment schweigend. Martin überlegte noch, ob er es sagen sollte, aber da kam ihm Rick zuvor. Wir werden zu dieser Beerdigung einfach mal hingehen. Man liest doch immer wieder, dass die Täter auf den Beerdigungen der Opfer scheinen. Oh, du hast immer so tolle Ideen. Rief Rosa aus und strahlte Rick unverblümt an. Martin ließ seinen Reibekuchen sinken und schob den Teller zur Seite. Hey, was meinst du? Gehen wir da morgen hin? Du bist viel zu auffällig mit deinen Klamotten, das ist keine gute Idee. Und wenn ich mir bis morgen einen neuen Anzug beschaffe, so ganz in Schwarz, wie ein Pfaffe? Rick lachte und stopfte sich den restfettigen Reibekuchen in den Mund. Die Dinger sind herrlich. Es geht, sagte Martin gallig. Muss ich das verstehen? Rosa war ärgerlich. Martin raffte die Zeitung und stand auf. Die von der Reibekuchenbäckerin Pauline sind besser. Er verschwand grußlos. Am nächsten Morgen kam Martin von seiner ersten Runde zurück, völlig durchnässt. Er schüttelte sich wie ein Hund und aus seinen Haaren flogen die Wassertropfen in alle Richtungen. Rick lachte. Komiker, übrigens war Rosa ganz schön ungnädig gestern Mittag, als du gegangen bist. Mag mir meine Rosa nicht sauer. Dann lass die Finger von ihr. Du hast sie nicht Süße oder Schätzchen oder sonst wie zu nennen. Martin hiefte sich zwischen Tisch und Eckbank, nahm die Kaffeekanne und goss sich ein. Rick setzte sich zu ihm, sah ihn mit seinen wasserblauen Augen an, die verschmitzt lachten.
eifersüchtig? Und wenn es so wäre? Würde mir einfach schmeicheln. Damit ließ Rick das Thema fallen, stand auf, verschwand in Joyce' Zimmer und kam im schwarzen Anzug zurück. Na, was sagst du jetzt? Martin verschlug es einen Moment die Sprache. Der Typ machte selbst in einem schlecht sitzenden schwarzen Anzug was her. Verwegen wirkte er, wie von der Mafia. Naja, sagte Martin gnädig. Das geht so eben. Und du? Fragte Rick. Und nun verschwand Martin in Rosas Schlafzimmer und kam stolz wieder heraus. Sein Anzug war nämlich nicht von der Stange. Allerdings übersah Rick das einfach. Sie tranken noch einen Kaffee, Rick schob sich ein paar von Rosas Spekulatius in die Jacketttasche und dann ging es los. Sie liefen zur Bilker Kirche, von wo aus sie die Straßenbahn zum Südfriedhof nahmen. Besprochen war, dass sie auf der Beerdigung später auf und, ehe sie zu Ende war, auch wieder abtauchten. Martin bemerkte, dass die Frauen selbst in der Straßenbahn versuchten, mit Rick anzubändeln. Woher kommt das eigentlich? Flüsterte Rick. Dass Murder zu den Beerdigungen ihrer Opfer gehen. Nun, erklärte Martin, das hat unterschiedliche Beweggründe. Manchmal tut es ihnen wirklich leid, sie kommen deshalb. Andere, die aus Lust morden, kommen, um sich an dem Anblick der Hinterbliebenen zu weiden. Und alles, was dazwischen liegt. Lust auf Morden? Ich habe immer nur Lust auf Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und du, Komiker? Wir müssen hier aussteigen. Ignorierte Martin Ricks Frage. Komm. Sie stapften durch den Regen zum Eingang des Südfriedhofs. Auf dem Südring staute sich der Verkehr Richtung Innenstadt und Richtung Autobahn. Wütende Autofahrer hupten und beschimpften einander. Tja, dachte Martin, nicht jeder liebt die Vorweihnachtszeit. Sie duckten sich unter den schwarzen Regenschirm. Martin hatte recherchiert, welche Grabstelle es war. 14.20 Uhr, die Ansprache in der Kapelle musste vorüber sein. Als sie in den Weg einbogen, der zu Maria Ida von Borgensens letzter Ruhestätte führen sollte, blieben beide abrupt stehen. Mit diesem Anblick hatte keiner von ihnen gerechnet. Rick hakte sich bei Martin unter und zog ihn weiter. Als sie an Maria Ida von Borgensens Grab vorüberkamen, stellten sie fest, dass, obwohl das Grab mit Blumen überhäuft war, tatsächlich nur eine einzige Person dort stand, offenbar im Zwiegespräch mit Gott versunken. So langsam und unauffällig wie möglich gingen sie an dem Grab vorbei. Auf keinem der vielen Blumenkränze, das erkannte Martin, waren Inschriften oder Spruchbänder oder eine Information, wer da letzte Grüße gesendet hätte. Sie bogen an der nächsten Wegkreuzung rechts ab und duckten sich hinter einem großen Grabstein aus rotem Marmor. Dass ihr Ehemann ist, dieser Georg Löwy? Hey, wer denn sonst? Sicher nicht ihr Liebhaber. Er steht da wie aus Stein. Ist schon komisch, dass sonst niemand da ist. Ich glaube nicht, dass andere da waren und wir haben die verpasst. No, ich habe die Fußabdrücke gesehen. Da waren höchstens 3 oder 4 verschiedene und nichts ist zertrampelt oder so. Schätze, mit Pfaffe und die Sargträger. Tja, dachte Martin, so war das wohl als Australier. Automatisch achtete man dort auf Spuren. Aber Rick hatte recht. Auf dem Südfriedhof war es an diesem Nachmittag sehr ruhig. Martin konnte weit und breit keine Besucher oder Grabpfleger sehen. Wenn der geht, fragst du ihn einfach. Frag ich ihn was? Na, du plauderst halt ein bisschen mit ihm. So ganz zufällig. Das kannst du besser. Kannst du tun, als ob du Tourist wärst oder so. Rick brummte. Okay, dann erledige ich das. Martin fühlte, wie seine Schuhe langsam aufweichten und die kalte Feuchtigkeit in seine Füße zog. Ihn fröstelte. Wie lange will der Typ noch so stehen bleiben? Fragte Rick genervt, genau in dem Moment, in dem der trauernde Georg Löwy sich aus seiner Erstarrung löste. Eine Windböe trieb den Regen quer, aber dieser Löwy blieb da stehen, als gäbe es für ihn dieses Wetter nicht. Plötzlich blickte der Mann sich um, in alle Richtungen, drehte sich. Was sucht er denn? Er wartet auf jemand. Das sieht man an der Körperhaltung. Klugscheißer, dachte Martin und richtete sich leicht auf. Sein Rücken schmerzte von der geduckten Haltung. Dann kannst du ja jetzt hingehen und ein bisschen mit ihm quatschen. Los! Drängte Martin und gab Rick einen Schubs. Aber Rick ließ erst einmal seinen scharfen Blick über den Friedhof schweifen. Wenn ihn nicht alles täuschte, kam vom Eingang her jemand in ihre Richtung. Eine finstere Gestalt in dunklem Mantel, den Kragen hochgeschlagen, einen Hut tief ins Gesicht gezogen. Im gleichen Moment sah Polizist Martin, dass Georg Löwy etwas aus seiner Manteltasche zog und duckte sich wieder tiefer. Hinter den Grabstein. Zu ihrer Überraschung zog Georg Löwy eine Kamera aus seiner Tasche und begann mit großem Eifer, das Grab seiner Frau von allen Seiten zu fotografieren.
Es war, als sei von jetzt auf gleich die Trauer von ihm abgefallen und er erledige nur einen Job. Rick räusperte sich, schlenderte den Weg zurück, den sie vorhin gekommen waren, und blieb wie zufällig an dem Grab von Maria Ida von Borgensen stehen. Schönes Grab und so viele Blumen. Rick gab sich vertraulich. Einen geliebten Menschen zu verlieren, das ist schon entsetzlich. Georg Löwy blickte stur auf das Grab. Martin konnte nicht verstehen, was die beiden da redeten, und einen Moment bereute er, dass er Rick geschickt hatte. Das würde dem Australier bestimmt wieder Punkte bei seiner geliebten Rosa einbringen. Ihre Frau? Ja. Georg Löwy warf Rick einen prüfenden Blick zu. Sehr jung war sie. Oh ja, viel zu jung. Aber sind wir nicht immer zu jung, um zu sterben? Löwy seufzte. Vergeudete Schönheit, vergeudete Seele. Da fragt sich doch jeder nach dem Sinn, oder nicht? Rick nickte in einer Tour, grub die Hände in die Manteltaschen und blickte hin und wieder zu Martin hinüber. Das dachte zumindest Martin. Rick hatte jedoch jemand ganz anderes im Auge. Die dunkle Gestalt näherte sich Martin, und der bemerkte es offenbar nicht einmal. Polizist Martin schnellte herum, als plötzlich hinter ihm eine Stimme sagte: Was tun Sie da? Suchen Sie was? Martin wäre fast hingefallen vor Schreck. Ja, ich habe hier vorhin meinen Manschettenknopf verloren und der ist irgendwie hierher gerollt. Aha, sehen Sie, da ist er ja. Martin bückte sich, lächelte so sicher wie möglich und entfernte sich in die Richtung, aus der der Mann mit dem tief ins Gesicht gezogenen Hut gekommen war. Als er eine Weile gegangen war, drehte er sich um und sah, dass der Mann mit dem Hut und Georg Löwy sich begrüßten und gemeinsam Richtung Ausgang eilten. Rick in gemessenem Abstand hinter ihnen. Martin folgte ihnen. Vom Südring drang die Sirene eines Martinshorns zum Friedhof. Der Regen wurde heftiger und prasselte auf die Friedhofswege. Er lief Martin so in die Augen, dass er kaum erkennen konnte, wohin die Dreiergruppe auf der anderen Seite des Friedhofs sich bewegte. Plötzlich schlug er in voller Länge hin. Er hatte einen kleinen Bordstein übersehen und war mitten auf einem Grab gelandet. Verdammt, Mist! Fluchte Martin und entschuldigte sich sofort dafür. Er stand auf, klopfte sich den Lehm und die Erde von der Hose und blickte sich hektisch um, wo die Gruppe hingelaufen war. Er konnte sie nirgends ausmachen. Er lief Richtung Ausgang, da hielt ihn eine alte Dame an und bat ihn, ihr mal eben kurz mit den Gießkannen zu helfen. Martin tat, wozu er ausgebildet war. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Als das endlich erledigt war, rannte er zum Ausgang. Außer Atem kam er am Südring an. Von Georg Löwy, dem Mann mit dem Hut oder Crocodile Rick, keine Spur. Folgen Sie dem Wagen da vorne, befahl Rick dem Taxifahrer. Der junge Marokkaner hatte daran offenbar Spaß, denn er schaltete runter, ließ den Motor aufheulen und trat das Gaspedal durch. Unauffällig, mahnte Rick und rutschte etwas tiefer in den hinteren Sitz, als sie zur Stoßstange des verfolgten Mercedes aufschloss. Dieser Georg Löwy hatte ein wenig irritiert gewirkt, als Rick ihn auf dem Friedhof angesprochen hatte. Ja, hatte er wie in der Todesanzeige gesagt. Er habe leider nicht viel Zeit mit dieser wundervollen Frau gehabt. Aber irgendwie, dachte Rick jetzt im Taxi, hatte in seiner Stimme keine echte Trauer gelegen. Andererseits, das wusste Rick auch, ging jeder Mensch mit einem Verlust anders um. Auf die Frage, warum er alleine am Grab stehe, hatte er pariert, dass die Familie, die im Übrigen sowieso in Hamburg lebe, auf Winterkreuzfahrt sei, irgendwo auf den Bahamas, und einfach nicht hatte anreisen können. Man würde eine angemessene Trauerfeier in Hamburg nachholen, wenn alle zurück seien. Tja, dachte Rick, das klang alles plausibel, aber irgendwie doch komisch. Das Auto vor ihnen fuhr in den Rhein-Ufer-Tunnel Richtung Innenstadt, Rick mit dem Taxi hinterher. Es tat ihm leid, dass Martin nicht dabei war, aber er hatte sich schnell entscheiden müssen. Ein bisschen Abstand, warnte Rick den Taxifahrer, weil er fürchtete, die Verfolgung würde bemerkt. Und tatsächlich, ohne zu blinken, schoss der Mercedes plötzlich rechts aus, das Taxi hinterher. Abstand! Brüllte Rick von der Rückbank. Es ging durch die Innenstadt, Heinrich-Heine-Allee und dann, genau wie Rick vermutet hatte, auf die Königsallee. Anhalten! Ich steige hier aus! Rick warf dem Taxifahrer einen 20-Euro-Schein auf den Beifahrersitz und stieg lautlos aus. Er drückte sich an den imposanten Fassaden der Banken entlang und behielt seine zwei Männer genau im Auge. Hier war es leicht, nicht aufzufallen. Die Kö war voller Menschen. Weihnachtseinkaufsrausch. Der Mercedes fuhr im Schritttempo, offenbar auf der Suche nach einem Parkplatz. Ein kleiner Smart setzte gerade aus einer Parklücke zurück. Der Mercedes parkte ein, beide Männer stiegen aus.
Georg Löwy lachte und der andere hatte seinen Hut abgelegt. Sie gingen genau in die Bank, die Rick erwartet hatte. Und er war sich jetzt fast sicher, dass er vorhin auf dem Friedhof den Namen des Mannes richtig aufgeschnappt hatte. Martin werden die Augen übergehen, dachte Rick gut gelaunt, rieb sich die Hände und lief Richtung Quartier Bohème, um seine Rosa zu besuchen. Am Abend saßen sie in Rosas Küche und lauschten gebannt Ricks Erzählungen. Martin hatte zwar eine Stinkwut, fühlte sich ausgetrickst, musste allerdings zugeben, dass Rick richtig gehandelt hatte. Auf dem Herd blubberte eine kräftige Gemüsebrühe und durchsetzte die Luft mit dem Geruch von Sellerie, Möhren und Porree sowie dem Duft von saftigem Rindfleisch. Ich steige also, als klar war, die suchen einen Parkplatz ein paar Meter hinter denen aus und bummel so an den Banken vorbei. Moment, mischte Rosa sich ein. Ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, warum du denen überhaupt gefolgt bist. Dieses Mal kam Martin ihm zuvor und ließ sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Wir waren doch auf der Beerdigung, die eben nur aus einem Mann bestanden hat, nämlich Maria Ida von Borgensens Ehemann Georg Löwy. Und dann tauchte da ein zweiter Mann auf. Rick hatte Löwy gerade in ein Gespräch verwickelt. Da kam der zweite, der mit dem Hut in der Stirn. Rick war sich nicht ganz sicher, meinte aber, den Namen Lutz gehört zu haben. Genau, führte Rick weiter aus. Es klang so wie, hallo Lutz, gut, dass du kommst, alles fertig. Und bei Lutz hat es dann in meinem Kopf geklingelt. Also bei mir klingelt's immer noch nicht. Rosa knuffte Martin in die Seite. Der holte den Kontoauszug hervor und zeigte auf den Namen des Sachbearbeiters. Lutz Müller. Als ob es nicht 1000 Lutze in Düsseldorf gibt, maulte Rosa. Mag es sein, aber ich bin hier hinterher, um zu gucken. Und siehe da, die gehen doch tatsächlich in die Deutsche Bank auf die Kö. Alle beide. Ich schau also hinten rein. Tu es so, als ob ich Geld abheben will. Die zwei verschwinden in einem Büro miteinander. Weg. Und dann? Rosa war aufgeregt und überhörte, dass die Suppe auf dem Herd überkochte. Martin stand auf und nahm sich der Sache an. Und dann? Erklärte Rick genüsslich. Dann habe ich mir eine Kassiererin geschnappt und gefragt, ob wohl Lutz Müller im Haus sei. Ja, hat sie gesagt. Wir haben nur im Moment gerade ein Kundengespräch. Ach, sag ich. Dann war es doch, den ich da hinten gerade habe reinkommen sehen. Ich sei mir nicht sicher gewesen. Die Frau nickte und wollte wissen, ob sie mir sonst noch helfen könnte. No, habe ich gesagt. Ich käme später noch einmal wieder. Es ist also unser Lutz Müller hier, konstatierte Rosa. Aber wir wissen doch überhaupt nicht, was der mit der Toten zu tun hat. Vielleicht ja gar nicht, sagte Martin vom Herd aus. Aber vielleicht kannte er sie doch. Wieso? Fragte Rosa ungeduldig. Na, wenn der Mann von Maria Ida von Borgensen Lutz Müller kennt, wieso dann nickt die Tote selbst? Rosa stellte für alle Teller auf den Tisch. Ihre Tochter Joy zog mal wieder um die Häuser und würde wohl irgendwann heute Nacht zum Essen kommen. Martin hob den schweren Suppentopf in die Mitte des Tisches und verteilte die Suppe. Während Rosa frisches Brot abschnitt, fasste er zusammen. Martin setzte sich auf die Eckbank. Wir können ihn immerhin fragen, ob sie in den letzten Tagen bei ihm war oder so ähnlich. Genau. Einfach mal gucken, ob er nervös wird. Wenn es auch nichts Abgebrüteres als Bankangestellte geben soll. Wie wollt ihr das also anstellen, meine Helden? Und übrigens guten Appetit. Sie schlürften einen Moment in Ruhe die Suppe. Dann lehnte Martin sich zurück und erklärte. Also wenn ich jetzt wirklich ermitteln würde. Was übertrieben war, da Martin nie ermittelte, sondern immer nur Streife ging. Aber er fühlte sich jetzt wie Columbo. Würde ich morgen nach meinem ersten Weihnachtsmarktrundgang einfach mal in die Bank spazieren und nach Lutz Müller fragen. Wenn er dann käme, könnte ich ihn um ein Gespräch bitten und mal gucken, ob er nervös wird. Also ich werde schon immer nervös, wenn mich die Polizei auch nur anhält, selbst wenn ich überhaupt nichts ausgefressen habe. Das kann ich gut unterscheiden. Merkt man an der Körpersprache. Nicht wahr, Rick? Rick nickte mit vollem Mund. Also fuhr Martin fort. Rick bleibt draußen vor der Bank. Ich stelle dem Typ also so ein paar Fragen, gehe zurück in den Schalterraum, mache da ein wenig rum, verlasse die Bank und gehe Richtung Graf Adolf. Rick steht vor der Tür und wartet, ob dieser Lutz Müller rauskommt. Denn wie im Film, wenn die Dreck am Stecken haben, dann laufen sie direkt danach los. Und das können wir ja wenigstens mal prüfen. Alright, das klingt nach einem klugen Plan, Komiker. Ich bin dabei. Wann? Morgen? Bin so gegen 14 Uhr durch. Wir treffen uns vor der Bank. Alright, very good. Ich habe sowieso noch einigen Kram zu erledigen. Man kommt ja sonst zu nichts, sagte Rick, hob den Teller und trank den Rest Brühe einfach aus. Martin fiel ein, dass Rick immer noch nicht erzählt hatte, welchen ernsten Grund es für sein Hiersein gab. Jetzt sitzen wir ja in trauter Runde, Rick. Jetzt kannst du doch mal sagen, was du mit Rosa besprechen willst, oder? Martin ging noch schnell am Quartier Bohème vorbei, um Rosa Hallo zu sagen. Erleichtert stellte er fest, dass Rick nicht dort war.
Erneut hatte der gestern auf seine Frage, was es denn in Deutschland zu regeln gäbe, nicht geantwortet. Dieses Mal hatte es geheißen, Joy sei nicht dabei, seine Tochter, die es auch anginge. Polizist Martin fand das überaus ärgerlich. Denn Joy zog nur noch um die Häuser, hatte sich wohl neu verliebt und man bekam sie kaum zu Gesicht. Hallo, Liebes, flirtete Martin. Machst du mir schnell einen leckeren Milchkaffee? Sie zwinkerte ihm zu und verschwand hinter der schicken Theke des neuen Brauhauses, das erst im Juni hier auf der Ratinger aufgemacht hatte. Als Rosa mit dem Kaffee kam, fragte er rundheraus: Was will Rick hier in Deutschland? Rosa schüttelte den Kopf. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist mir auch egal. Also ich finde schön, dass er ein paar Tage hier ist. Rutschte es ihr unvorsichtig heraus. Ist für dich doch auch gut, oder? Schob sie nach, was Martin nur noch eifersüchtiger machte. Er trank eilig seinen Kaffee aus und ging, ohne Tschüss zu sagen. An diesem Mittwochnachmittag wirkte die Stadt mal wieder, als gäbe es was umsonst. Alle Parkhäuser meldeten besetzt. In die Kaufhäuser und Läden stürmten Menschen hinein und quollen mit Tüten beladen wieder hinaus. Eine Stadt in Rot-Gold, dachte Martin über die vielen Dekorationen in den Schaufenstern. Als er vor der Deutschen Bank auf der Kühe ankam, war von Rick weit und breit keine Spur. Verdammter Australier, brummte Martin, als Rick wie aus dem Nichts hinter ihm auftauchte. Alles klar, Komiker, raunte der ihm zu. Martin musste zugeben, dass er ihn nicht wiedererkannt hatte. Baseballkappe, Sportklamotten und eine Sporttasche. Was ist in der Tasche? Klamotten zum Wechseln, falls es nötig sein sollte. Okay, Komiker. Ich pack mich jetzt da vorne in die Ecke und warte. Dreh dich nicht zu mir um, wenn du rauskommst und weggehst, klar? Wir sind hier nicht bei Miami Vice. Polizist Martin ärgerte sich, dass Rick ihm Arbeitsanweisungen gab. Nimm es sportlich, Komiker. Bis später. Wir sehen uns bei Rosa. Rick tauchte zwischen den Leuten unter. Martin konnte ihn bald nicht mehr sehen. Übelst gelaunt ging er in die immense Schalterhalle der Deutschen Bank und ließ einen Moment die Atmosphäre von Geld, Gold und Reichtum auf sich wirken. Alles Verbrecher, murmelte Martin, ging zu einem Schalter. Er hatte absichtlich seine Uniform gegen Straßenkleidung getauscht und forderte: Ich möchte mit Lutz Müller sprechen. Könnten Sie bitte rufen? Die Frau hinter dem Schalter sah ihn stirnrunzelnd an, nahm den Hörer von ihrem Telefon und wählte. Dann hielt sie die Hand auf die Sprechmuschel und wollte von Martin wissen: In welcher Angelegenheit, bitte? Das, antwortete Martin, möchte ich ihm bitte selbst sagen. Wobei er seinen Dienstausweis aus der Tasche zog. Er genoss diesen kurzen Moment. Kurz darauf saß er Lutz Müller gegenüber. Ein aalglatter Banker, mit allen Wassern gewaschen, honiggetränkter Stimme, manikürten Händen, Anzug von Armani, blitzsauberen Schuhen und das selbst bei diesem Regenwetter. Seniorberater Geschäftskunden, las Martin auf dem Schild seines großen Schreibtisches aus Mahagoni. Ein kleiner Adventskranz stand auf dem Besprechungstisch mit elektrischen Kerzen. In der Mitte lag ein Glaswürfel, der offenbar Fotos seiner Kinder enthielt. Martin setzte sich dort auf den weißen Ledersessel, wartete, bis Lutz Müller Platz genommen hatte, räusperte sich und erklärte: Wir haben leider am 30. November die Leiche einer jungen Frau hier im Köhgraben gefunden. Selbstmord, nehmen wir an. Jedoch gibt es ein paar Ungereimtheiten. Martin ließ die Worte im Raum schweben. Auf dem glatten Gesicht zeigte sich keine Regung. Die Dame wurde gestern beerdigt im Kreis der Familie. Wir haben auch den Kühlgraben gut untersucht, aber nichts gefunden. Lutz Müller blieb gelassen, tat interessiert an dem, was Polizist Martin dazu erzählen hatte, und parierte alle Fragen. Ja, er habe die Tote flüchtig gekannt. Als Ehefrau von Georg Löwy sei sie ihm vorgestellt worden, allerdings schon vor ein paar Monaten. Da hatte das junge Ehepaar hier ein gemeinsames Konto eröffnet. Über die Kontenbewegungen, das würde der Polizist sicher verstehen, dürfe er aber nun mal als Bankangestellter keine Aussage machen. So wie er es verstanden habe, würde ja auch nicht ermittelt. Oder habe der Polizist da andere Informationen für ihn? Nein, beschwichtigte Martin, dem mittlerweile der Schweiß vom Nacken ins Hemd lief. Wir ermitteln nicht, keine Sorge. Wenn man auch immer gern verstehen würde, warum so ein junger Mensch sich entscheidet, aus dem Leben zu treten, ich gehe da mal und will Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen, sagte Martin, stand auf, nahm seinen Mantel und schon die Türklinke in der Hand kam ihm ein genialer Einfall. Er fühlte sich ganz wie Columbo, als er sich noch einmal umdrehte und Lutz Müller bündig informierte. Georg Löwy hat bei der Polizei angegeben, seine tote Frau habe eine Tasche mit wichtigen Dokumenten dabei gehabt und die sei nicht gefunden worden. Martin ging wie verabredet, ohne sich nach Rick umzudrehen, Richtung Graf-Adolf-Platz davon. Das fiel ihm schwer, denn er war unendlich neugierig, ob dieser Banktyp Lutz Müller den Köder geschluckt hatte. Der Polizist Martin hatte das sichere Gefühl gehabt,
dass Müllers linkes Auge etwas gezuckt hatte, als Martin die verschwundene Tasche erwähnt hatte. Und tatsächlich, Martin war kaum in der Menge verschwunden, da tauchte Lutz Müller vor der Bank auf. »Hey«, dachte Rick in seiner Ecke, »wen haben wir denn da? Wie ist es Martin wohl gelungen, ihn unruhig zu machen? Oder alles nur Zufall?« Rick drückte sich aus seiner Ecke heraus, zog die Baseballkappe noch tiefer in die Stirn und folgte Lutz Müller in einem Abstand von knapp 10 Metern. Müller kreuzte Trinkhausstraße, Shadowstraße und Hofgarten, um geradewegs auf das von einer Baustelle umgebene Steigenberger Parkhotel zuzusteuern. Kurz vor dem Hotel blickte Müller sich nach allen Seiten um, zog sein Handy aus der Tasche, wählte, sprach kurz, steckte es weg und lief in die Lobby. Rick stellte seine Tasche ab und zog die Jogginghose aus. Darunter hatte er eine Anzughose, die er, wie auch die Baseballmütze, in die Tasche stopfte, aus der er das zur Hose passende Jackett nahm. Da Turnschuhe zum Anzug mittlerweile als cool galten, machte er sich darum keine Gedanken. Mit wichtigem Gesicht eilte er durch die Lobby. Kein Lutz Müller. Er wollte auf keinen Fall stehen bleiben, um zu vermeiden, dass er angesprochen wurde. Ein Schild wies auf die Etoile Lounge Bar hin. Rick folgte dem Schild und tatsächlich, in einem Sessel saß ein wenig verborgen Lutz Müller. Rick setzte sich hinter ihm in einen der hohen Sessel und hoffte, dass er wenigstens ein paar Gesprächsfetzen würde aufschnappen können. Als der Kellner kam, bestellte er in englischer Sprache einen Martini auf Eis. Er mochte Martini nicht, aber auf die Schnelle war ihm nichts anderes eingefallen. Damit es nicht auffiel, nippte er kurz daran, vertiefte sich dann in eine Zeitung und wartete. Er wartete so lange, dass er fast glaubte, Müller habe sich in Luft aufgelöst oder sei nur zu einem Nickerchen hergekommen. Dann hörte Rick Stimmen hinter sich. Offenbar gab es zur Etoile Lounge Bar einen weiteren Eingang. Es wurde ruhig hinter Rick, dann wieder lauter. Jetzt war er ganz sicher. Es war tatsächlich Georg Löwy, der hektisch auf Lutz Müller einredete. Was genau, konnte Rick nicht verstehen, aber an dem Tonfall konnte er erkennen, dass sie stritten. Rick überlegte fieberhaft, wie er näher an die zwei rankommen könnte. Er holte ein paar Münzen aus der Tasche und ließ sie in deren Richtung über den weichen Teppichboden kullern. Dann kniete er sich hin, kroch zwischen den Stühlen durch, näher an die zwei Männer heran. Genau in dem Moment, als er das Wort Tasche hörte, tippte ihm von hinten der Kellner auf die Schulter. Oh, excuse me, I dropped some coins. Rick kippte das von Rosa hingestellte Altbier in einem Zug runter und hielt ihr das Glas mit der unmissverständlichen Geste hin, dass er noch eines wollte. Die Idee mit der Tasche war praktisch, lobte Rick anerkennend Martin, der sich innerlich plusterte und lässig meinte, Eingebung. Und was für eine, lobte ihn jetzt auch Rosa, die gerade mit 2 Bier zurückgekommen war. Du bist dir ganz sicher? Fragte Martin Rick noch einmal. So sick wird es Armen in der Kirche. Die suchen die gleiche Tasche wie du. Es könnte dir allerdings passieren, dass morgen oder gleich schon ein ärgerlicher Ehemann von Maria Ida von Borgensen bei der Polizei anruft und nach der Tasche fragt, die bei seiner Frau war. Na, belehrte Martin. Das tut er nur, wenn er eine weiße Weste hat. Sonst wird er das schön bleiben lassen. Jedenfalls nimmt er jetzt an, die Polizei weiß von der Tasche und sucht sie. Genau. Rick trank sein Glas wieder leer. Nur haben wir den Vorteil, dass wir wissen, wo wir suchen müssen. Nämlich im Kühlgraben. Und das weiß dieser Typ nicht. Rick machte eine bedeutsame Pause, blickte erst Rosa, dann Martin in die Augen und sagte mit gedämpfter Stimme, wir müssen da noch einmal runter. Ohne mich, das müsst ihr alleine machen. Martin war auch nicht wohl bei der Sache. Was, wenn ihn die Kollegen dieses Mal erwischen würden? Oh, keine Sorge, Süße, beschwichtigte Rick. Hey Komiker, wir stemmen das alleine, oder? Ich kalkuliere dieses Mal möglichst genau, wo die Tasche liegen müsste. Dann stehst du, Martin, schmiere und ich gehe runter, alles klar? Martin wollte nicht zurückstecken. Dann nehmen wir wieder die Nacht von Sonntag auf Montag. Es soll allerdings Frost geben. Martin und Kerl mit mir nichts aus. So, und jetzt Süße, noch eine Runde. Ich habe Brand. Rosa lief mit roten Wangen zur Theke. Sie musste es ja zugeben, Rick löste immer noch etwas in ihr aus. Und sie wusste auch, dass Martin das merkte. Als sie zurück zum Tisch kam, war Martin verschwunden. Was hat er denn jetzt schon wieder? Rick lachte, legte den Arm um ihre Hüften, zog sie an sich und sah ihr tief in die Augen. Na was wohl? Meinst du, der merkt nicht, dass es zwischen uns immer noch mächtig funkt? Sie saßen in Rosas Küche und hörten leise Weihnachtsmusik. Die Stimmung war immer noch eisig. Martin hatte Rosa keine Szene gemacht, ihr aber doch unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ihm das Flirten zwischen ihr und Rick gegen den Strich ging
Und zwar gehörig. Er hatte die letzten Tage zu Hause geschlafen, um Rosa zu beweisen, dass er sie nicht kontrollierte. Trotzdem saß er jetzt lauernd da. Und der Gedanke, dass zwischen den beiden was passiert sein könnte, ließ ihn nicht los. Ich habe alles, was ich brauche. Auch eine viel bessere Taschenlampe, um die Brühe zu durchleuchten. Wir finden die Tasche, da bin ich ganz sicher, sagte Rick mit viel Gewissheit in der Stimme. Wenn es die Tasche gibt, zweifelte Martin kleinmütig. Es wäre ihm einfach peinlich, wenn sie wieder nichts finden würden. Also los, Jungs, können wir? Rosa klimperte mit dem Autoschlüssel. Sie hatten vereinbart, dass sie Martin und Rick auf der Kö absetzen und jede Viertelstunde dort eine Runde drehen würde, um sie nach getaner Arbeit wieder aufzusammeln. Dabei bleiben wollte sie auf keinen Fall. Sie quetschten sich in Rosas kleines Auto. Rick hatte unter dem Mantel schon den Neoprenanzug an und Wasserschuhe, die ihn vor den Scherben schützen sollten. Zudem hatte er Flossen besorgt. Die Stadt war leer. Nur hier und da fuhr ein Auto. Seit einigen Tagen herrschte Frost, der nachts teilweise bis unter minus 10 Grad rutschte. Auf dem Kühlgraben lag eine dünne Eisschicht. Passt bitte gut auf euch auf, bat Rosa nachdrücklich, als sie die zwei bei laufendem Motor an der Girardet-Brücke aussteigen ließ. Martin und Rick blickten sich rasch um und verschwanden geräuschlos im Kühlgraben. Martin trat mit seinen dicken Winterstiefeln auf die Eisschicht, die zumindest hier am Rand gleich einbrach. Wie es in der Mitte aussieht, kann ich nicht sagen, Rick. Du musst auf das Eis aufpassen. Rick lachte leise. Hey, keine Sorge. Ich werde mit Krokodilen fertig. Dann wohl auch noch mit einer Eisschicht. Sicher, dachte Martin gallig, unser Wonder Man. Gut gebaut, witzig, kein Gramm Fett, der Johnny Depp aus Australien. Martin zog seinen Bauch ein. Sei trotzdem vorsichtig, wiederholte Martin besorgt. Du hast schließlich nur einen Schnorchel und nicht viel Luft. Rick warf einen letzten Blick auf seine Berechnungen, wo er die Tasche vermutete, stieg auf das Eis und sorgte dafür, dass es in alle Richtungen zerbrach. Dann tauchte er unter. Wenn das mal gut geht, murmelte Martin, der ein äußerst ungutes Gefühl hatte. Zweimal war Rick zum Ufer zurückgekommen und hatte ein paar Sachen abgeliefert. Darunter weitere Kontoauszüge, eine volle Flasche Champagner, eine Armbanduhr und einen kleinen Koffer ohne Inhalt. Räumen die diese Plörre hier eigentlich nie auf? Beschwerte sich Rick über seine Funde. Doch, verteidigte Martin seine Stadt. Im Sommer schon, aber um diese Jahreszeit? Rick ließ sich von Martin die Schnapsflasche geben und nahm einen tiefen Zug. Er putzte das Glas seiner Taucherbrille, dann die Taschenlampe, reichte Martin den Lappen und verschwand wieder im Wasser. Das wiederholte sich noch einige Male und er kam ohne weitere Gegenstände ans Ufer. In der Zwischenzeit war Rosa zweimal vorbeigefahren. Kein Mensch unterwegs auf der Kö. Ein eisiger Wind pfiff durch die nächtlichen Straßen und brachte die hängende Weihnachtsdekoration zum Schaukeln. Martin blies sich in die steif gefrorenen Hände. Einmal geh ich noch. Diese verdammte Tasche muss da sein. Presste Rick zwischen seinen mittlerweile blauen Lippen hervor. Martin wollte sagen, lass gut sein, aber er tat es nicht. Er wollte die Tasche finden. Rick verschwand in der Dunkelheit. Hinter sich hörte Martin ein Auto, schrak erst zusammen, erkannte dann aber am Motorgeräusch Rosas Auto. Sie hielt nun doch an und kam zu Martin hinunter. Wo ist er? Kann ich auch nicht sehen. Nebeneinander stehend starrten sie auf das schwarze Wasser. Nichts regte sich. Martin konnte seinen eigenen Atem hören und roch gleichzeitig den Duft aus Rosas Haaren. Er hätte sie gern umarmt, aber irgendwie musste sie ihm jetzt ein Zeichen geben. So starrten sie weiter schweigend auf das Wasser. Plötzlich hörten sie in der Mitte des Wassers etwas am Eis kratzen. Was macht er da? Keine Ahnung. Dann war wieder Stille. Martin wartete gebannt darauf, Ricks Auftauchen zu hören und wie er neue Luft holte. Aber nichts. Dann wieder das Kratzen. Eine Gänsehaut zog sich über Martins ganzen Körper, ihn fröstelte. Was ist? Rosa war alarmiert. Ich weiß es nicht, sagte Martin angespannt. Rick! Rick! Rief er leise über den Kühlgraben. Dann wieder das Kratzen. Irgendwas stimmt da nicht. Der hätte längst wieder auftauchen müssen. Wie meinst du das? Ich fürchte, er ist unter das Eis geraten. Oh mein Gott, tu doch was! Kreischte Rosa und schüttelte Martin. Einen Moment blieb er wie versteinert stehen. Dann lief er in den Graben hinein, in die Richtung, in der er Rick vermutete. Bibbernd und zitternd saßen Martin und Rick in Rosas Küche direkt vor dem bollernden Ofen. Jesus, I swear to God, du hast mir das Leben gerettet. Rick prostete Martin mit der Schnapsflasche zu. Wer hätte gedacht, dass dieses verdammte Kö-Eis so hart ist?
Rick schüttelte den Kopf über seine eigene Dummheit. Martins Sachen hingen an einer Wäschespinne über dem Ofen und trockneten. Er spürte den Schnupfen in sich heraufkriechen. Hinter ihnen bügelte Rosa mit einem Handtuch vorsichtig die Unterlagen trocken, die sie in der Tasche gefunden hatten. Denn die hatte Rick fest umklammert gehalten, als Martin ihn aus dem Eis zog. Es war genau die Tasche, die die schöne Tote im Arm gehalten hatte. Da war Martin sich ganz sicher. Eine feine, aus imprägniertem Kalbsleder gesteppte Damenaktentasche. Vorsichtig hatten sie Umschlag für Umschlag herausgenommen, geöffnet, die Papiere auseinandergefaltet und warteten jetzt, dass Rosa sie so weit trocken bekam, dass die Schrift im Gegenlicht wieder lesbar wurde. »Ich muss die Tasche morgen zur Polizei bringen«, näselte Martin verschnupft. »Hey, und wie willst du der Polizei erklären, wie du sie so plötzlich gefunden hast, du Komiker?« »Ja, hast du leider recht. Die wollten mir ja nicht glauben, im Gegensatz zu dir.« Hast mir die ganze Zeit geglaubt. Rick brummte irgendwas, schälte sich aus seiner Wolldecke und ging zu Rosa hinüber. Und, schon was zu sehen? Nee, die müssen noch ein bisschen mehr trocknen. Und häng mal die Tasche über den Ofen, die muss ja auch noch trocken werden. Rick klemmte die Tasche an der Wäschespinne, die um das Ofenrohr herum hing, fest. Zischend tropfte es auf den heißen Ofen. Kurz darauf hatte Rosa 5 Blätter mit dem Bügeleisen so weit getrocknet, dass es gehen würde. Sorgsam legte sie sie nebeneinander auf den Küchentisch. Hinter ihnen zischte es immer wieder, wenn ein Tropfen Wasser aus der Tasche auf den heißen Ofen fiel. Martin hob seine Hand vor die Nase, denn er musste niesen und wollte die Blätter nicht vom Tisch pusten. Rick hielt das erste Blatt gegen das leicht gedimmte Licht. Gebannt lauschten sie Ricks Worten und staunten, dass es schon wieder Kontoauszüge waren, und zwar mit 2 Namen, die sie bereits kannten. »Georg Löwy und Jirgi Livi«, murmelte Martin ungläubig. »Sure. Hat nicht deine Kollege was von einem tschechischen Namen gesagt, als du ihm den Kontoauszug der Jirgi Livi GBR unter die Nase gehalten hast?« Als hätte er nur auf dieses Stichwort gewartet, nieste Martin 5-mal hintereinander und putzte sich geräuschvoll die Nase. »Genau. Genau das hat er gesagt. Also kennen Sie Jirgi Livi und Georg Löwy. Wie sonst sollte Maria Ida von Borgensen von beiden Kontoauszüge in der Tasche haben? Vielleicht Brüder oder Cousins oder sowas?« schlug Rosa vor. »Wir werden diesen«, Rick tippte auf den Namen des Sachbearbeiters, »Banktypen noch einmal fragen. Deine Kollegen können wir das nicht überlassen. Wir müssen zu viel erklären.« Martin ließ sich auf die Eckbank fallen. Er war hundemüde. Im Innersten war ihm immer noch kalt. Und jetzt wurde ihm auch klar, in welche Misere er sich da reingeritten hatte. Und alles nur, weil er so stur war und auf die Tasche beharrt hatte. Hätte er sie doch gelassen, wo sie war. »Nein«, mahnte seine innere Stimme, »du bist verpflichtet, das zu klären.« »Oh Mann, mein Kopf schmerzt«, jammerte er. »Noch ist daran ja nichts Kriminelles, dass Maria Ida von Borgensen diese Sachen in ihrer Tasche hat.« »Und auch nichts Kriminelles daran, dass wir ein paar Sachen aus dem Kühlgraben gefischt haben. Und deshalb können wir doch ganz locker so mit der Tasche unter dem Arm in die Bank rein und Lutz Müller fragen.« Rosa reichte Martin mit einem Blick voller Liebe eine heiße Tasse Erkältungstee. Martin trank schlürfend ein paar Schlucke und stellte die Tasse dann ab. Er grübelte darüber nach, wie diese Kontoauszüge zusammengehören könnten. Warum hatte die Tote Auszüge der Jirgi Livi GbR in der Tasche? Umklammerte eine Frau, die den Freitod gewählt hatte, solche Dokumente? Liebesbriefe wären ihm verständlich vorgekommen, Erinnerungsstücke, die man vielleicht mit ins Grab nahm, aber Kontoauszüge? Martin stand auf, ging um den Tisch herum und studierte jeden der 5 Kontoauszüge noch einmal. Und ganz plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Hier. Er zeigte auf den Kontoauszug Georg Löwys. Hier wurden 150.000 Euro auf ein anderes Konto bei der Deutschen Bank überwiesen. Wir sollten herausfinden, auf welches, schlug Rick vor, aber Martin schüttelte den Kopf. Nein, das brauchen wir gar nicht. Wir wissen, wer die 150.000 Euro erhalten hat. Martin lag mit hohem Fieber im Bett. Rosa hatte sich 2 Tage von ihrer Arbeit im Quartier Bohème freigenommen, um ihn zu pflegen. Rick nutzte die Zeit, strich durch das weihnachtliche Düsseldorf und machte seine Besorgungen. Da Joy nie da war, hatte er Rosa und Martin immer noch nicht mitgeteilt, was er denn so Wichtiges mit ihnen besprechen wollte. Sie schrieben Zettel, Kurznachrichten und E-Mails, aber irgendwie war sie nie zu Hause, wenn Rosa, Rick und Martin es auch waren. Die Stimmung zwischen den beiden Männern war merklich besser geworden, seit Martin Rick das Leben gerettet hatte.
Und Rick flirtete auch nicht mehr so ungeniert mit Rosa, aber heute wollte er den Polizisten Martin aus dem Bett treiben. Wenn das wahr ist, was auf den Kontoauszügen steht, dann hat der Mann von Maria Ida von Borgensen ihr Geld an die Jiri Liri GBR überwiesen und sie hat das verhindern wollen. Denn sie hatten in der Tasche auch die Kopie eines Briefes gefunden. Ein Einschreiben mit Rückschein, in dem Maria Ida von Borgensen ihrem Ehemann Georg Löwy die Kontovollmacht entzog. Dieser Brief war laut Rückschein am 26. November bei der Bank eingetroffen, also bevor die 150.000 Euro überwiesen worden waren. Das hieß für Rick und Martin, dass Lutz Müller dieses Einschreiben unterschlagen und hatte verschwinden lassen. Wahrscheinlich hatte keiner damit gerechnet, dass Maria Ida von Borgensen von Hamburg nach Düsseldorf kommen würde und obendrein mit dem Rückschein im Gepäck. »Nun schäl dich schon aus dem Bett, Polizist, und sei nicht zu einer Memme«, frotzelte Rick. »Lass ihn, er hat immer noch 39,5 Fieber«, mahnte Rosa, aber Rick lachte. »Komiker, 39,5 ist bei uns in Australien die normale Betriebstemperatur. Mach hinne!« Martin stöhnte. Die Situation überforderte ihn. Er wusste nicht, was er machen sollte, und so war der Platz im Bett einfach perfekt. Er konnte nicht handeln, also musste er auch keine Entscheidung treffen, was zu tun war. Rick zog an der Bettdecke und kitzelte ihn an den Füßen. »Steh auf! Du willst ja nur nicht wahrhaben, was du hier an Beweiszeugs liegen hast!« »Wir dürfen das nicht haben und wir dürfen auch nichts davon wissen. Und niemand hat mich beauftragt, das herauszufinden. Also habe ich keinen Auftrag, irgendetwas zu tun. Lass mich in Ruhe.« »Du willst es nur nicht wahrhaben.« »Was denn wahrhaben?« fuhr Rosa dazwischen. »Dass wir es hier mit Mord zu tun haben.« Sie saßen friedlich um den Küchentisch herum. Auf dem kleinen Adventskranz brannten zwei Kerzen und Rosa hatte eine deftige Hühnersuppe gegen Martins Erkältung gekocht. »Ich gehe morgen mit all den Sachen zu meinen Kollegen und dann zeigen wir Lutz Müller an.« nahm Martin das Thema vom Nachmittag wieder auf. Und tatsächlich ging es ihm auch schon wieder besser. »Dann finden die das hier alles wieder nicht wichtig, legen es zu den Akten und das war es. Was bist du für ein Polizist?« rief Rick ärgerlich aus und Rosa stimmte ihm zu. »Erinnere dich doch nur, wie die den ersten Kontoauszug in den Dreck geworfen haben. Nicht mal draufgeschaut haben die. Ich finde das feige, wenn du jetzt...« Sie wollte sagen, den Schwanz einziehst, verkniff es sich aber gerade rechtzeitig. »Außerdem braucht dieser Lutz Müller doch bloß zu behaupten, er habe den Brief erst später aufgemacht. Ein Rückschein sagt, dass er angekommen ist, aber nicht, dass der Inhalt auch gelesen wurde.« »Genau. Wir müssen dir noch ein wenig nervös machen. Geh mit der Tasche dahin, wedel mit den Papieren rum und schauen, wie er sich so benimmt.« Rick nahm sich Suppe nach und sprach weiter. »Hey Komiker, wärst du nicht viel besser? Könntest du deinen Kollegen einen gelösten Fall präsentieren?« Martin zögerte. Ja, sicher würde ihm das besser gefallen. Dann würde auch keiner mehr Fragen stellen, wieso er im Kühlgraben gewühlt hatte. Aber was, wenn sie alles vermasselten und es kam heraus? Martin stöhnte innerlich. Da saß seine geliebte Rosa und er wollte sie so gern beeindrucken. Stattdessen saß er hier mit triefender Nase und schlürfte Hühnersuppe. Martin straffte die Schultern und schneuzte sich. »Also gut, machen wir diesen Lutz Müller hibbelig. Sobald ich morgen meine erste Runde gegangen bin, postieren wir uns mit der Tasche vor der Bank, rufen vom Handy aus dort an, bitten ihn heraus und dann mal sehen.« »Sollen wir ihm nichts anbieten, dass er die Tasche kaufen kann?« schlug Rick vor. »Ja, das wäre doch ein tolles Schuldbekenntnis, oder nicht?« Rosa klatschte in die Hände. »Nein, das tun wir nicht. Stellt euch mal vor, ein Polizist bietet Beweismaterial zum Kauf an. Da bin ich nicht nur meinen Job los, sondern hab mich auch noch strafbar gemacht.« »Wie dann?« Rick war ein wenig enttäuscht. »Wir reden kurz mit ihm. Tun so, als würden wir weggehen und verfolgen ihn dann.« »Und wenn er nirgendwo hingeht?« Martin hatte an diesem Morgen heimlich bei der Reibekuchenbäckerin Pauline einen Kaffee getrunken und ihr sein Herz ausgeschüttet über den äußerst sympathischen Rivalen Rick aus Australien. Sie hatte ganz pragmatisch festgestellt, Konkurrenz belebe das Geschäft und gleich einen Plan gemacht. Martin solle am Nachmittag mit Rick zu ihrem Stand kommen, anstatt ins Quartier Bohème zu Rosa zu gehen. Dann würde sie mit dem Krokodiltypen flirten, was das Zeug hielt. Und am Abend, bei Rosa zu Hause, solle Martin dafür sorgen, dass Rick von ihr, der schönen Reibekuchenbäckerin mit den besten Reibekuchen, in den höchsten Tönen schwärmen würde. Dann käme die Sache schon wieder ins Gleichgewicht. Das hatte Martin Mut gemacht und so stand er jetzt bester Laune, trotz immer noch verstopfter Nase neben Rick vor der Deutschen Bank auf der Königsallee und wählte die Durchwahl von Lutz Müller. Keine 5 Minuten später tauchte Lutz Müller in der Drehtür auf, blickte sich für Martins Gefühl ein wenig zu lange um und kam dann über die Straße auf sie zu. Rick hatte seine Hände tief in den Trenchcoat vergraben und fixierte Lutz Müller mit seinen wasserblauen Augen. »Lieber Herr Müller,
Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir die gesuchte Tasche gefunden haben, also die, die Maria Ida von Borgensen an ihrem Todestag dabei hatte. Lutz Müller, in den klassischen schwarzen Bänkeanzug gehüllt, rückte seine Designerbrille zurecht und fragte, was ihn das denn anginge. Oh, nicht wirklich viel, sagte jetzt Rick, nahm Martin die Tasche aus der Hand und öffnete sie. Wir haben hier nur so ein paar Papiere drin gefunden, die auch Ihnen vielleicht wichtig sind. Zu ihrer beider Erstaunen zuckte Lutz Müller mit den Schultern, drehte sich wortlos um und ging über die Straße zurück zur Bank. Allerdings nicht, ohne sich noch einmal intensiv umzuschauen. Und Martin hatte das Gefühl, er nicke jemandem zu, aber er konnte nicht ausmachen, wem. Der blufft doch, rief Rick ärgerlich, als Lutz Müller in der Bank verschwunden war. Er verschloss die Tasche wieder, klemmte sie unter den Arm und schlug vor, komm, gehen wir zu Rosa was essen. Nee, heute mal nicht. Ich will dir ein wenig den Weihnachtsmarkt zeigen, besonders den am Rathaus auf dem alten Marktplatz. Außerdem gibt es da die besten Reibekuchen der Welt. Na dann, sagte Rick gut gelaunt. Nichts wie hin. Sie liefen durch die weihnachtlich dekorierten Straßen, mitten durch den Trubel der Flingerstraße, an Buden für Schmuck und Leckereien vorbei. Es duftete nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Sie bogen ab in die Schneider-Wibbel-Gasse, weil Rick sich an den Dukatenscheißer erinnerte, dem er gern das Knie streicheln wollte, um einen Geldsegen zu bekommen, und liefen über die Bolkerstraße zum Marktplatz. Kurz bevor die Bolkerstraße zu Ende war, wurde Martin nach vorn geschubst, in eine leere Stuhlreihe vor dem Ballermann 7. Und hinter ihm erhielt Rick einen ordentlichen Schlag in den Nacken, stürzte und bekam noch einen Tritt ins Gesicht. Hey, du Arsch, komm sofort zurück, brüllte Rick, aber da war der Angreifer schon zwischen den Menschen verschwunden. Martin rappelte sich auf, seine Knie schmerzten, doch das war schnell vergessen, als er Ricks blutiges Gesicht sah. Ricks Auge schwoll bereits an, aus seiner Nase lief ein Rinnsal und wie im Film spuckte Rick einen Zahn aus. Verdammt! Scheiße! Was sollte das? Fluchte er. Martin überlegte, vielleicht Jugendliche, die eine Mutprobe machten. Er reichte Rick sein Taschentuch, der vorsichtig sein Kinn abtupfte. Nichts am Eis, murmelte er unter dem Taschentuch. Komm mit, wir gehen zu Pauline. Die hat bestimmt was in ihrem Eisschrank. Er zog den verletzten Rick hinter sich her und grüßte hier und da schnell ein paar Bekannte. Pauline hatte sie wohl schon von Weitem gesehen, denn als sie an ihrem Reibekuchenstand ankamen, reichte sie bereits einen Plastikbeutel mit Eis über die Theke zu ihnen hinunter. Ist er das? Fragte ihr Blick. Und Martin nickte unmerklich. Während Pauline die besten Reibekuchen der Stadt für Crocodile Rick buk, blickte Martin sich ratlos um. So etwas war ihm noch nie passiert. Und er hatte dafür überhaupt keine Erklärung. Erst in dem Moment, in dem Rick beide Ellenbogen auf den Stehtisch vor Paulines Reibekuchenstand aufstützte, begriff Martin, dass ihnen etwas fehlte. Das gibt es doch gar nicht, rief er aufgebracht aus. Rick schämte sich in Grund und Boden. Er war so beschäftigt gewesen mit seinen Schmerzen, dass er gar nicht bemerkt hatte, dass der oder die Typen ihm die Tasche geklaut hatten. Er drückte immer wieder den Eisbeutel auf sein schmerzendes Auge und war dankbar, dass Martin ihn nicht ausschimpfte. Martin nahm eine Portion Reibekuchen mit Apfelmus von Pauline entgegen, kam damit zu Rick an den Stehtisch und stellte sie vor seiner Nase ab. Hier, probier mal. Du wirst staunen. Und auch das Apfelmus. Die macht das nämlich noch selbst. Bringt die Äpfel extra mit. Er ging zurück zu Pauline und nahm dankend auch für sich eine Portion entgegen. Ihr Lächeln tat ihm gut. Polizist Martin war nicht sauer auf Rick, eher ein wenig erleichtert, dass der eben auch nicht perfekt war. Ich glaube ja, sagte Martin, wieder ganz in seinem Element. Der Lutz Müller hat uns beobachtet, schon von drinnen in der Bank und hat die Tasche gesehen. Und dann hat er irgendwen informiert. Hey, wie kommst du darauf? Rick sprach mit vollem Mund. Der hat sich vor der Bank so umgeschaut. Als er rauskam und als er wieder reinging, da hatte ich sogar das Gefühl, er nicke jemandem zu. Sehen hast du niemanden? Nee, dann hätte ich schon was gesagt. Na, wie sind die Reibekuchen? Der absolute Hammerkomiker. Die besten, die ich je gegessen habe. Ich schwöre. Martin lächelte Pauline so stolz an, als hätte er die Reibekuchen selbst gebacken. Aber warum... Rick leckte sich die fettigen Finger ab. Warum will der Lutz Müller unbedingt die Tasche haben? Martin lachte ihn an. Tja, da merkte man, dass Krokodilejagen eine Sache war, aber ein Verbrechen aufklären eben eine ganz andere. Sein Selbstvertrauen war wieder ganz hergestellt. Na warum denn? Weil der Banktyp die Beweise verschwinden lassen will. Ohne Rückschein und Kopie des Briefes würde niemand erfahren, dass Lutz Müller sich nicht korrekt verhalten und noch Geld für Georg Löwe überwiesen hat, als er das schon gar nicht mehr durfte. Du meinst? Fing Rick an, aber Martin fiel ihm ins Wort. Ja genau, ich meine, dass Lutz Müller und Georg Löwe unter einer Decke stecken.
Und ich, Depp, habe mir die Beweise abnehmen lassen, dass Lutz Müller und George Löwy gemeinsame Sache machen. Rick war das wirklich äußerst peinlich und Martin ließ ihn noch eine ganze Weile in dem Glauben. Aber er wäre schließlich ein schlechter Polizist, hätte er nicht nur Kopien in die Tasche gesteckt. Gut, die Tasche war weg, aber die Originalpapiere, trocken gebügelt von Rosa, lagen gut verwahrt in Rosas Wohnung. Martin war allerdings auch gewarnt. Rick, sagte Martin mit wichtiger Stimme, es kann sein, dass wir beobachtet werden. Ich glaube nicht, dass Lutz Müller und Georg Löwy uns niedergeschlagen haben. Dafür sind sie zu fein. Die haben jemanden beauftragt, ganz sicher. Komm, wir laufen nach Hause. Dann können wir das am besten überprüfen, am Rhein entlang, unter Promenade. Da ist jetzt kein Mensch bei der Kälte. Polizist Martin bedankte sich artig bei Pauline, die Rick ein paar kesse Blicke zuwarf. Der würde wiederkommen, da war sie ganz sicher. Als sie am frühen Abend bei Rosa in der Küche saßen, flog plötzlich die Tür auf und Rosas wütendes Gesicht brachte Martin zum Lachen. Wo wart ihr und um Himmels Willen, was ist denn passiert? Fragte Rosa, als sie Ricks blaues Auge sah. Es gab einen Unfall, ein Missgeschick. Wir haben wohl mit den Unterlagen in ein Wespennest gestochen und die sind dann über uns hergefallen. Er schilderte die Situation so ausschmückend, dass selbst Martin das Gefühl hatte, sie seien nicht von 2, sondern von 20 Leuten überfallen worden. Und dann, dein Martin ist ja so eine echt coole Socke, sind wir erst einmal Reibekuchen essen gegangen. Wo? Rosa ahnte bereits wo, aber Martin tat so, als sei er ganz in die Tageszeitung vertieft, die auf dem Tisch lag. Die besten und leckersten Reibekuchen der Welt. Ein Traum von einem Apfelkompott. Nicht zu süß, nicht zu sauer. Und das alles zubereitet von einer echten Wuchtbrumme. Einer was? Rosa warf ihren Mantel auf einen Küchenstuhl und stemmte ihre Hände auf den Tisch. Pauline, sagte Martin wie nebenbei und blätterte um. Rosa blieb der Mund offen stehen. Tolle Frau. Rosa drehte sich herum und verschwand im Bad. Sie musste sich einen Moment beruhigen. Diese Pauline, würde die jetzt jedes Jahr wieder Thema und ihr die Adventszeit vergällen? Sie atmete ein paar Mal tief durch, spritzte sich ein wenig Parfüm auf die Haare und ging wieder zu den Männern, die immer noch am Tisch saßen. Und was ist jetzt mit der Tasche? Ist die weg mitsamt den Papieren? Martin lächelte und entließ Rick endlich aus seinem schlechten Gewissen. Er nahm einen Umschlag aus der Innentasche seiner Uniform und hielt ihn hoch. Hier ist alles drin, und zwar die Originale. Hey, du Komiker, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Martin ging gar nicht darauf ein. Aber auch Lutz Müller und Georg Löwy sollten festgestellt haben, dass sie nur Kopien haben. Deshalb deine Verfolgungswahn am Rheinufer. Martin nickte. Genau. Und jetzt ist es Zeit, das Hobbydetektiv-Dasein an den Nagel zu hängen und meine Kollegen einzuweihen. Plötzlich klingelte Martins Diensthandy. Im Display erschien Nummer unterdrückt. Ja, bitte? Rosa und Rick blickten ihn gebannt an. Es schien eine Ewigkeit zu dauern. Schließlich sagte Martin wiederholt, nein, das geht nicht, nein, da auch nicht. Ich kann dort nicht hinkommen, wenn ich Dienst habe. Als er endlich aufgelegt hatte, brauchte er noch einen Moment, um zu verarbeiten, was der Anrufer gerade gesagt hatte. Er will, dass wir ihn am Sonntagabend treffen und die Originalunterlagen mitbringen. Keine Polizei. Rick lachte lautlos. Wie kann ich einen Bullen anrufen und dann sagen, keine Polizei? Wer war das überhaupt? Eine Detektei Winzigmann und Söhne, Ratinger Straße, Ecke Heinrich-Heine-Allee. 21.30 Uhr sollen wir da sein. Erzählte Martin und grübelte, was das alles zu bedeuten habe. Das macht doch keinen Sinn. Wieso erst am Sonntag? Pauline, die Reibekuchen, alles war vergessen. Wir müssen das pragmatisch sehen. Wir brauchen ein wenig Zeit, um uns vorzubereiten. Du bist echt klug, Komiker. Real clever man. Sagte Rick aus tiefstem Herzen und Rosa strahlte über das ganze Gesicht. Ihr Martin. Ich gehe jedenfalls ins Polizeipräsidium und erzähle denen alles, was wir wissen. Und die werden auch wissen, wie wir das mit dem Sonntagabend machen. Aber, sprach Rosa langsam, das heißt, das bedeutet, dass Georg Löwy und Lutz Müller, die schöne Frau, sie zögerte, es war zu schrecklich, ermordet haben, um an ihr Geld zu kommen. Polizist Martin hatte im Präsidium alles haarklein geschildert. Tatsächlich hatte ihm niemand die Frage gestellt, warum er in den Kühlgraben gestiegen war und wie er die Tasche gefunden hatte. Und Martin sagte im Gegenzug nichts dazu, dass er von Anfang an behauptet hatte, dass da eine Tasche war und ihm niemand geglaubt hatte. Sie stellten zügig eine Soko-Kühlmord zusammen, die jetzt professionell ermittelte und herausfand, dass es tatsächlich in der jungen Ehe von Maria Ida von Borgensen gekriselt habe, was aber niemanden gewundert hatte, da die Frau zu schweren Depressionen neigte und auch an Verfolgungswahn gelitten habe,
weshalb wiederum der Freitod niemanden wirklich überrascht habe. Diese arme Frau, sagte Rosa mitfühlend. Und dann ist sie ihrem Ehemann auf die Schliche gekommen, dass der Geld abzweigt und niemand hat ihr geglaubt. Genau. Martin legte Rosa den Arm um die Schulter. Das ist, als hättest du zu oft um Hilfe gerufen. Sie saßen in Rosas Wohnküche, hatten Schweinebraten mit Kruste, frische Nudeln und Kopfsalat gegessen. Es war ein Festessen gewesen. Auf dem Herd bollerte ein Kessel mit Tee. Vor ihnen stand ein Aufgesetzter, der dem Magen ein wenig Erleichterung verschaffen sollte. Im Hintergrund dudelte Weihnachtsmusik. Da morgen Sonntag war und der dritte Advent, hatte Rosa drei Kerzen an dem kleinen Kranz angezündet, der auf dem Tisch lag. Was ich aber noch immer nicht verstehe, grübelte Rick, ist, wieso wir da morgen hin müssen. Deine Kollegen haben die Papiere, wissen, dass die zwei krumme Geschäfte gemacht haben. Das musste reichen. Martin schüttelte erst den Kopf, schüttete dann den Schnaps runter, der ihm in der Kehle brannte, und flüsterte heiser. Ah, eben nicht. Im Moment bekommen die Kollegen die zwei höchstens wegen Unterschlagung dran. Aber nicht wegen Mordes. Die Tote hat Schlafmittel genommen. Ob freiwillig oder nicht, lässt sich nicht mehr sagen. Und ist dann erfroren. Es ist kein Mord. Und wenn die jetzt vorladen, sind die gewarnt. Rosa war aufgebracht. Mir ist überhaupt nicht wohl dabei, dass ihr zwei da jetzt reingeht. Einen Moment herrschte Schweigen am Tisch. Weder Martin noch Rick fühlten sich gut bei dem Gedanken. Aber zugeben wollten sie das auch nicht. Es ist ja überall Polizei, die umstellen das Gebäude, observieren seit Tagen Lutz Müller und Georg Löwy. Es kann uns einfach nichts passieren, betete Martin herunter, um sie alle drei zu beruhigen. Was mir immer noch nicht klar ist, was hat es mit dieser Jerry Levy GBR auf sich? Fragte Rick. Martin und Rick stampften möglichst entspannt durch die Ratinger Straße, am Quartier Bohem und Füchschen vorbei zur Ecke Heinrich-Heine-Allee. Sollte sie jemand observieren, sollte er sie sehen. Beide trugen kugelsichere Westen und waren mit kleinsten Mikros verkabelt. Martin hatte außerdem noch täuschend echt aussehende Kopien der Kontoauszüge und des Rückscheins des Einschreibens bei sich. Martin wusste nicht, ob Rick Angst verspürte. Ihm selbst lief der kalte Schweiß im Nacken runter. Martin hatte keinen Zweifel. Wer so kaltblütig war, eine depressive Frau mit Schlaftabletten vollzustopfen und sie dann in Eiswasser zu legen, auf das sie erfriere, der hatte auch keine Skrupel, einen weiteren Mord zu begehen. Der Pathologe hatte ihm erklärt, warum die Tote die Tasche bei sich hatte. Sie musste sie im Krampf umklammert haben und erst nach Aussetzen der Todesstarre konnte die Tasche frei werden. Daran hatte der Mörder offenbar nicht gedacht und es war ihm zunächst nicht wichtig genug gewesen, was mit der Tasche geschehe. Und Jiří Levy war einfach die tschechische Variante von Georg Löwy. Eine Person mit zwei Namen. Es ärgerte Martin, dass er nicht darauf gekommen war. Ihr seid gleich da, hörte Martin über sein Mikro. Lutz Müller und Georg Löwy sind seit über einer Stunde drin. Vom Detektiv weit und breit keine Spur. Es ist anzunehmen, dass er, ohne zu wissen, worum es geht, seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Bist du bereit? Fragte Martin Rick, der einfach nur finster nickte. Gut, flüsterte Martin ins Mikro. Dann geh jetzt auf Stumm. Wir gehen rein. Im gleichen Moment überzog eine Gänsehaut seinen ganzen Körper. Martin klingelte und sofort suchte der Türöffner. Er nahm an, dass sie von oben beobachtet worden waren. Dritte Etage. Mach keine falschen Bewegungen, knisterte eine Stimme aus der Gegensprechanlage. Der Flur blieb dunkel, obwohl Martin wiederholt den Lichtschalter drückte. Mit einer Geste gab er Rick zu verstehen, dass er vorgehe. Sie hatten abgesprochen, dass Rick immer hinter ihm bleiben würde, weil der keine Schusswaffe hatte. Man hatte sich ohnehin bei der Planung nur ungern darauf eingelassen, dass der Australier mit in die Höhle des Löwen ging, aber dann einsehen müssen, dass es notwendig war, um den Tätern das Gefühl zu geben, alles sei in bester Ordnung, keine Polizei. Martin schwitzte. Er hatte einfach nicht die Routine für so einen Einsatz und so ging er Stufe für Stufe sehr langsam, um sich Zeit zu verschaffen. Das Haus schien leer zu sein. Durch die Fenster fiel ein fahles Licht in den Flur. Auf der ersten Etage gab es offenbar die Privatpraxis eines Zahnarztes, der damit warb, Japanisch zu sprechen. Martin war so angespannt, dass er jedes Detail wie durch eine Lupe wahrnahm. Der Steinfußboden des Flurs hatte schwarze Sprenkel. Die Raufasertapete an den Wänden hatte auf Knöchelhöhe die schwarzen Streifen, die entstehen, wenn man einen Kinderwagen oder ein Fahrrad die Stufen hoch oder runter hieft. Martin hörte Rick hinter sich atmen, der genauso angespannt war wie er selbst. Auf der zweiten Etage hielt Martin kurz an, zeigte auf das Schild der Detektei und machte mit dem Daumen eine Bewegung nach oben. Offenbar fand das Treffen nicht genau in der Detektei statt, denn die Stimme aus der Gegensprechanlage hatte eindeutig dritte Etage gesagt.
Hoffentlich haben die Kollegen das mitbekommen, dachte Martin besorgt und trat schweren Herzens auf den nächsten Treppenansatz. Von der Heinrich-Heine-Allee hörte er eine Sirene, die lauter wurde, am Haus vorbeifuhr und wieder leiser wurde. Er schickte noch einmal ein Gebet zum Himmel, dass alles gut gehen solle, und nahm die letzten Stufen in die dritte Etage. Die Tür dort stand einen Spalt offen. Zu hören war nichts. Martin machte Rick ein Zeichen, ein wenig zurückzubleiben. Vorsichtig schob Martin die Tür weiter auf. Ein hell erleuchteter Flur lag vor ihm, von dem rechts und links je eine weitere Tür abging. Auch diese beiden Türen standen offen und in den Räumen brannte ebenfalls Licht. Martin lauschte angestrengt, aber es war nichts zu hören. Er wollte etwas sagen, aber seine Stimme gehorchte ihm nicht richtig. Krächzend klang seine Stimme, als er fragte: Ist da jemand? Martin bedeutete Rick wieder mit einer Geste, er möge im Flur stehen bleiben. Langsam schritt er in den hell erleuchteten Flur. Schweißperlen liefen an seinem Rücken hinunter. Die kugelsichere Weste fühlte sich an wie ein Gipskorsett. Noch einmal versuchte es Martin, und dieses Mal mit festerer Stimme. Hallo, Herr Müller. Herr Löwy. Sind Sie hier? Schweigen antwortete ihm. Irgendwo in der leeren Wohnung war ein kaum wahrnehmbares Rascheln zu hören, wie von einer Maus. In kleinen Schritten ging Martin weiter in den Flur. Er war so angespannt, dass er das Gefühl hatte, ihm stünden die Haare zu Berge. Plötzlich spürte er Rick hinter sich. Es war jetzt nicht die Zeit, mit ihm zu streiten. Martin erreichte die erste Tür und öffnete sie langsam. Das Knarren der Türangeln klang unnatürlich laut in der leeren Wohnung. Verdammt! Rief Rick erfrischend laut. Was soll dieses Theater? Erst bestellen diese Clowns uns hierher und dann ist hier niemand! Martin atmete erleichtert aus. Durch Ricks Unmut wussten jetzt wenigstens auch die Kollegen, dass irgendwas komisch war. Vorsichtig tasteten sie sich weiter durch den Flur, immer angespannt lauschend, ob von irgendwo ein Geräusch herkäme. Der Verkehr auf der Heinrich-Heine-Allee drang wie durch Watte zu ihnen durch und auch Weihnachtsmusik, die aus einem Leierkasten zu kommen schien. Auch die zweite Tür öffnete sich nur langsam und mit einem eigentümlichen Geräusch. Der Raum war leer, auf dem Boden ein paar dunkle Flecken und die Fenster waren zweifach vergittert. Martin sah sich nach der Tür um. Die war innen mit Schaumstoff überzogen. Auch die Wände waren gepolstert. Martin fühlte sich wie in einem Gruselfilm. Da! Seine Stimme klang unnatürlich laut. Da! In der Wand ist noch eine Tür! Und tatsächlich. Nur hatte diese Tür keine Klinke und öffnete sich jetzt in diesem Moment wie von Zauberhand. Georg Löwy stand vor ihnen und zielte mit einer Browning auf Ricks Stirn. Schön ruhig bleiben, ihr zwei. Und keine Tricks. Die Browning ist scharf. Er nahm Martin erst seine Dienstwaffe ab und durchwühlte dann dessen Taschen nach dem Handy, das er auf den Boden warf und mit einem gezielten Tritt zerstörte. Ich hab doch gesagt, Handys zu Hause lassen. Hab ich mich irgendwie unverständlich ausgedrückt? Martin hatte das Gefühl, ein Knochen breche. Ihm wurde schlecht vor Anspannung. Er wollte gerade etwas sagen, um irgendwie die Kollegen vor der Tür unten zu informieren, was hier passierte. Aber Georg Löwy schlug ihm mit der Faust auf den Mund. Seine Lippe platzte auf. Löwy knöpfte Martins Jacke auf, fand die schusssichere Weste. Angst? Und was haben wir denn hier noch? Mit einem gezielten Griff hatte er auch Martins Verkabelung entdeckt. Mikro erlitt das gleiche Schicksal wie sein Handy. Seelenruhig wiederholte Löwy die Prozedur mit Rick. Erst das Handy, dann die Verkabelung. Jetzt sind wir nackt, dachte Martin. Hoffentlich argwöhnen die Kollegen etwas. Die Stille im Raum war unheimlich. Es war, als habe einfach jemand den Ton abgedreht. Löwy hielt jetzt die Hand auf. Los, keine Spirenzchen, gib die Unterlagen raus. Martin reichte ihm alles, was er bei sich hatte. Löwy prüfte jedes einzelne Papier, drehte es, hielt es gegen das Licht, nickte und schob es in die Innentasche seiner Jacke. Hoffentlich lässt er uns gehen, betete Martin und sah zu Rick, dem genau wie ihm selbst die Schweißperlen auf der Stirn standen. Wieder klang von der Heinrich-Heine-Allee eine Polizeisirene. Es war wie Ironie des Schicksals, dass das alles hier stattfand, um die Ecke von einer Polizeistation. Georg Löwy ruckte mit dem Kopf. Los, geht da rein! Er zeigte auf die Tür, durch die er gekommen war. Mit bangen Schritten ging Martin darauf zu, wissend, dass Löwy dem armen Rick immer noch die Pistole an die Schläfe hielt. Martin hatte den Wunsch zu schreien, aber er wusste, niemand würde ihn hier oben hören. Mit zitternder Hand öffnete Martin die gepolsterte Tür zu dem Raum, aus dem Löwy gekommen war. Und was er dort sah, ließ all seinen Mut sinken, hier aus dieser Situation heil wieder herauszukommen.
Er drehte sich langsam zu Löwy um, der ihn breit angrinste. Ich sehe, guter Polizist, du hast genau verstanden, was auf dich zukommt. Man kann nicht immer oben sein im Leben. Vor ihnen auf dem Boden lag Lutz Müller, tot. Sein Gesicht in einer Lache seines eigenen Blutes. Martin fühlte nichts mehr. Es war, als ob sein Bewusstsein sich weigerte zu verstehen, was er hier gerade sah, und zu fühlen, was in dieser Situation angemessen gewesen wäre. Angst, Panik, Grauen. Rick schien es anders zu gehen, denn der klapperte hinter ihm mit den Zähnen. Georg Löwy lachte aus vollem Herzen. Martin hatte sich gedacht, dass dieser Mensch sehr kaltblütig sein musste. Aber so sehr... Lassen Sie uns gehen, bat Martin und bemerkte selbst, wie hohl seine Stimme klang. Sie haben doch jetzt alles, was Sie wollen. Genau, sagte Rick eine Spur zu laut. Schluss mit dem Zirkus, wir verschwinden. Er drehte sich um und wollte weggehen, aber ein gezielter Schlag in den Magen ließ ihn zusammensinken. Los, zurück in das hübsch ausgepolsterte Zimmer. Dort verschloss er die Tür zum Flur und Martin sah, dass auch diese Tür auf der Innenseite keine Klinke hatte. Löwy ging zu der Tür, auf deren anderer Seite der tote Lutz Müller lag. Er verbeugte sich leicht. Ja, dann macht es mal gut. Ich grüße die Sonne Mittelamerikas von euch. Lachte und schloss auch diese Tür hinter sich. Martin und Rick brauchten ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass sie gefangen und wieder alleine waren. Scheiße! Rief Rick aus und rannte ans Fenster. Aber durch die doppelte Vergitterung, die auf der Zimmerseite so fein war, dass nicht einmal ein Finger hindurchpasste, konnte er das Fenster nicht erreichen. Was passiert jetzt? Fragte Rick und Martin hob die Schultern. Ich weiß es nicht. Wir dürfen jetzt keine Panik bekommen. Murmelte er mechanisch und fand es selbst nicht überzeugend. Martin bückte sich nach den Resten der Technik, die auf dem Boden lagen, und versuchte, das Mikro wieder in Gang zu bringen. Aber es blieb so tot wie Lutz Müller nebenan. Der hat etwas gegen Mitwisser. Rick kniete sich zu Martin und versuchte seinerseits, aus den Einzelteilen irgendwas herzustellen, das ihnen eine Verbindung nach draußen verschaffen konnte. Hier, deine SIM-Karte ist jedenfalls noch intakt, sagte Rick gerade in dem Moment, in dem beide gleichzeitig einen Geruch wahrnahmen, der unter der Türritze zu ihnen hineinkroch. Es war der Geruch von Benzin. Jetzt schnell, rief Martin nahe der Panik aus. Wir müssen denen da draußen doch irgendwie sagen können, wo wir sind. Seine Hände zitterten. Rick sprang auf, lief wieder ans Fenster und rüttelte an den Vergitterungen. Verdammter Mist! Meine Kollegen müssen doch irgendwann mal auf die Idee kommen, uns zu suchen, wenn die nichts mehr hören. In seiner Stimme klang die Angst durch. Martin nahm bereits den Geruch von Qualm wahr. Uns abfackeln. Rick kam zu ihm zurück. Scheiße, warum bin ich nicht in Australia geblieben? Es war absurd, jetzt darüber nachzudenken, aber er wollte nicht wahrhaben, in welchem Schlamassel sie steckten. Martin drückte wie von Sinnen auf die Kontakte in Ricks Handy, schob die SIM-Karte hin und her. Es half nichts. Sie bekamen keinen Kontakt nach draußen. Martin zog seine Jacke aus und verstopfte damit die Türritze. Rick folgte ihm und verstopfte die Türritze der anderen. Vielleicht haben wir Glück und sind so hermetisch abgeriegelt, dass uns das Feuer nicht erreicht, beschwor Martin und wollte unbedingt daran glauben. Komm, wir versuchen, diese verdammten Gitter zu zerstören. Es gelang einfach nicht. Die Vergitterung war so fein, dass es schon schwierig war zu greifen. Immer wieder rutschten ihnen die Hände ab. Rick blickte sich hektisch im Zimmer um, ob wirklich nichts da war, das ihnen helfen konnte. Es gab einfach nichts. Leer. Halten, sagte er plötzlich. Ganz gleich, wie das hier ausgeht. Ist echt ein guter Kumpel. Und für Rosa stimmt der Richtige. Rede jetzt nicht so ein Zeug, Crocodile. Lass dir was einfallen. Was würdest du im australischen Outback machen, wenn ein gefährliches Tier auf dich zukommt? Martin starrte ihn an. Los, sag schon! Rick. Rick zögerte. Ich würde brüllen wie am Spieß. Nein, ich würde brüllen wie ein Löwe. Wie? Was heißt das, wie? Los, mach's mir vor. Brülle wie ein Löwe. Gemeinsam brüllten sie, was ihre Lungen hergaben. Direkt am Fenster brüllten sie wie wilde Raubtiere in den weihnachtlichen Nachthimmel von Düsseldorf. Irgendwann hörten sie eine Sirene und hofften, dass sie ihrem brennenden Haus galt. Junge, Junge. Ricks Stimme war noch heiser. Da kommt man in diese schicke Düsseldorf und will sich ein bisschen erholen. Und dann das. Die Polizei war schon ins Haus eingedrungen, als der Kontakt zu den Mikrofonen unterbrochen war, hatte aber nicht mit dem Benzin gerechnet, mit dem Löwy die ganze Etage in Brand gesetzt hatte. Man hatte erst löschen müssen, um die beiden befreien zu können. In Rosas Küche roch es nach Kamille, die die leicht angegriffenen Lungen der zwei Helden beruhigen sollte, und nach Gänsebraten. Normalerweise machte Rosa zu Heiligabend Heringstipp, aber dieses Jahr sollte alles anders sein. Seit dem frühen Morgen begoss sie immer wieder die veritable Gans, die ihren Ofen fast ganz ausfüllte.
Der Metzger hatte ihr geraten, die Gans auf kleiner Temperatur zu garen, höchstens 100 Grad. Und dann so 6 bis 7 Stunden. Das würde das zarteste Fleisch versprechen. Gefüllt war die Gans mit Äpfeln und Marzipan und dieser Geruch mischte sich zur Kamille. Rick und Martin tranken gehorsam den Tee, den Rosa ihnen immer wieder nachschenkte. Also was ich nicht ganz verstehe, ist, warum der euch nicht auch erschossen hat, wie den Lutz Müller. Ihr saß zwar auch immer noch der Schreck in den Knochen, aber ihre detektivische Neugier war stärker. Das hat uns immerhin das Leben gerettet. Martin gruselte sich immer noch. Der wollte mit dem Feuer die Polizei, von der er annahm, dass sie irgendwo da draußen auf ihn wartete, so beschäftigen, dass er in aller Ruhe zum Flughafen einchecken und ab nach Puerto Rico konnte. 4 Menschen auf dem Gewissen und die Reichtümer von Maria Ida von Borden sind im Gepäck. Fast wäre es ihm ja auch gelungen. Rick schüttelte sich und hustete leicht. Mein Flieger geht übrigens auch morgen zurück nach Australien. Warum, Kumpel? Wollte Martin nun endlich wissen. Bist du nun hier gewesen? Und was hast du so Wichtiges zu besprechen? Joy, versuchte Rick, aber Rosa fiel ihm ins Wort. Vergiss Joy, die kommt später, also spuck's aus. Also, druckste Rick herum. Es ist so, ich werde noch einmal Vater und wir wollen heiraten. Und deshalb wollte ich dich um die Scheidung bitten. Martin fiel ein Stein vom Herzen. Und er hatte die ganze Zeit geglaubt, Rick wolle Rosa zurück. Na, das ist doch ein Grund zum Feiern. Gläser auf den Tisch und jetzt köpfen wir die Champagnerflasche aus dem Kühlgraben. Rief Rosa gut gelaunt aus. Und als Joy an diesem Heiligabend nach Hause kam, traf sie auf eine heitere Runde, die sich schon ganz ungeniert über den duftenden Gänsebraten hielt.